Wie ich vorhin schon gesagt habe, als ich unsere festlichen Tage anlässlich der Neukonstituierung eröffnet habe, es ist eigentlich schon Akademie genug, wenn Sie sich alle gut unterhalten. Aber so ist Akademie ja immer, und da wir besondere Tage haben, gibt es jetzt und heute auch Programm, und das beginnt jetzt. Was feiern wir eigentlich? Ich hatte gestern ein Interview, bei dem mich eine Journalistin fragte: Feiern Sie die Abwicklung der Akademie der Wissenschaften der DDR? Feiern Sie die Eröffnung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, zunächst im Apollo-Saal der Staatsoper und dann im Konzerthaus und in einem merkwürdig kleinen Kabuff, das einmal an der Stelle dieses Saals stand und horribile dictu von Hans Scharoun entworfen war, nicht einer seiner besten Entwürfe, andere sind besser. Was feiern wir eigentlich, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir feiern zunächst einmal gar nichts, sondern wir versuchen uns durch eine Erinnerung an einen Startpunkt einer 30-jährigen Geschichte der BBAW, die in Wahrheit 323 Jahre alt ist, versuchen wir uns unserer selbst zu vergewissern. Versuchen wir für die Herausforderungen einer sich dramatisch wandelnden Zeit klarer über unseren Auftrag orientiert zu sein, und wenn wir das tun, müssen wir auch klarer über unser Herkommen orientiert sein. Ich habe darüber ausführlich am Beginn heute Nachmittag gesprochen und will das gar nicht wiederholen, aber da viele auch neu dazugestoßen sind, wenigstens kurz daran erinnern, dass wir in den nächsten Tagen bis Samstag einen großen Bogen spannen. Der heutige Tag gehört der Vergewisserung unserer Eindrücke, Kenntnisse und Analysen von jener Umbruchssituation der Jahre 1989 bis 1993 und der Folgen. Morgen werden wir gemeinsam mit ausländischen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen von Akademien von Jerusalem bis Oslo und von Tallinn bis nach Wien sprechen. Und am Freitag und Samstag werden wir miteinander nachdenken darüber, was wir als Berlin-Brandenburgische Akademie und was uns Gäste und Freunde als Berlin-Brandenburgische Akademie für die nächsten 30 Jahre, und gestatten Sie mir das lateinisch fortzusetzen, ad multos annos und möglichst viele weitere glückliche Jahre wünschen. Was feiern Sie, fragte die Journalistin. Wir feiern miteinander am Freitag. Sie sehen das in dem Programm. Da feiern wir, da könnte man dann sagen, da feiern wir die Gäste und feiern mit den Gästen. Heute Abend, Sie sehen es, die Neukonstitution der BBAW, Zeitgenossen im Gespräch mit professionellen Analytikerinnen und Analytikern dieser Zeit. Wir haben drei große Hauptblöcke des heutigen Abends, und da der heutige Tag schon aus so vielen Podiumsdiskussionen bestand, machen wir viele andere Dinge. Wir werden Filme sehen, Sie werden Texte vorgelesen bekommen. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Akademie der Wissenschaften der DDR aus der Perspektive von zwei Mitarbeitern, von Klaus Hallhoff und von Joachim Sauer, der uns zugeschaltet sein wird, da er sich gerade in den USA befindet. Dann werden wir eine zweite Runde haben, und in dieser Runde wird Joachim Nettelbeck, der damals in der Wissenschaftsadministration Westberlins tätig war, uns seine Sicht vortragen. Und schließlich wird Ute Frevert das Gesagte aus ihrer Expertise kommentieren und Ojas Sparitis
wird aus Riga uns aus der Perspektive seiner eigenen Erfahrungen mit Wende und Transformation einen Gruß vortragen und das Gesagte kommentieren. Und danach gibt es einen Empfang, bei dem Sie, wie sich das für eine vormals preußische Akademie gehört, nicht in üppigem Sinne, aber jedenfalls im ausreichenden Sinne sich miteinander unterhalten und stärken können. Ich setze noch einmal bei der Frage an, was feiern Sie? Die Journalistin fragte, feiern Sie die Abwicklung der Akademie der Wissenschaften der DDR? In ihrem Statut 1984 hieß es, die Akademie der Wissenschaften der DDR ist eine wissenschaftliche Institution der Deutschen Demokratischen Republik. Sie trägt als Forschungsinstitution und Gemeinschaft hervorragender Gelehrter Verantwortung für den Fortschritt der Wissenschaft in Theorie und Praxis und die Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse für die gesellschaftliche Entwicklung der DDR. Mit ihren wissenschaftlichen Ergebnissen und deren Einführung in die Praxis leistet die Akademie ihren Beitrag zur Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, zur umfassenden Stärkung des in der sozialistischen Staatengemeinschaft verankerten deutschen Arbeiter- und Bauernstaats, zur Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes der DDR, zur Festigung des Friedens sowie zur Verständigung der Völker und zu ihrem sozialen und kulturellen Fortschritt. Es ist vollkommen klar, dass eine so geprägte Einrichtung im Rahmen der deutschen Vereinigung vollkommen verändert werden musste. Musste sie so verändert werden, wie sie verändert wurde? Auch in West-Berlin gab es eine Akademie der Wissenschaften zu Berlin, gegründet 1987, mit einer sehr kurzen Laufzeit, schon wieder geschlossen 1990-91. Also wurden zwei Akademien der Wissenschaft in ihrer bisherigen Existenz beendet, während im Bereich der Akademie der Künste genau der gegenteilige Weg gewählt wurde. Zwei Akademien fusionierten, vereinigten sich unter relativ schwierigen und dramatischen Umständen. Die unterschiedlichen Wege für vier Akademien, die mit Berlin zu tun hatten, aber auf Berlin natürlich nicht beschränkt waren, wir werden das sehen, hingen miteinander zusammen und sind miteinander in bestimmter Weise verbunden gewesen. Gabriele Metzler von der Humboldt-Universität hat heute auf diese Wechselwirkungen aufmerksam gemacht und darauf, dass es sinnvoll ist, sie zu studieren. Unsere Aufgabe als Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften lautet nach unserer Satzung doch ein wenig anders. Die Akademie dient der Förderung der Wissenschaften, sie fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und nimmt Aufgaben der Gesellschafts- und Politikberatung wahr. Sie wirkt mit anderen Akademien und wissenschaftlichen Einrichtungen des In- und Auslands zusammen. Durch ihre besondere Stellung unterstützt sie die institutionelle Zusammenarbeit der außeruniversitären Forschung mit den Hochschulen Berlins und Brandenburgs. Die Akademie erfüllt ihre Aufgaben durch Betreuung wissenschaftlicher Vorhaben sowie durch fach- und fachgruppenübergreifend angelegte wissenschaftliche Forschung. Sie bildet dazu interdisziplinäre Arbeitsgruppen und wählt weitere geeignete Arbeits- und Organisationsformen. Wie es von dem einen zum anderen gekommen ist, was es für Alternativen gab, das werden wir jetzt miteinander besprechen. Und Sie werden immer wieder eingestreut Interviews mit Zeitzeugen sehen. Und die Reihe der Interviews beginnt mit einem Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR, das zu den 12 Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften der DDR gehört, die dann in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften als Gründungsmitglieder zugewählt wurden. Der erste Sekretär der geisteswissenschaftlichen Klasse der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und zeitweilig ihr Vizepräsident, der Linguist Manfred Bierwisch. Und das Gespräch mit Herrn Bierwisch, bei dem ich etwas lauter reden musste, wofür ich um Entschuldigung im Voraus bitte, sehen Sie jetzt. Wurde denn
innerhalb der DDR-Akademie über Reformen im Staat gesprochen, 1989. Also Sie waren ja schon Mitglied der DDR-Akademie. Wie hat die DDR-Akademie die Umwälzungen 1989-90 erlebt? Also muss ich zwei Ebenen unterscheiden. Ich war auch an der Akademie angestellt. Das war nicht die Mitgliedschaft. Angestellt war ich von Anfang an meiner Laufbahn. Ich habe als von der Uni an der Akademie angefangen als Assistent. Und das ging kontinuierlich weiter. Daran hat sich auch dann zunächst nichts geändert. Erst als die Akademie insgesamt umstrukturiert wurde, änderte sich das. Als Akademie-Mitglied war ich ganz rezent. Ich war ja lange Zeit zunächst mal ein bisschen persona non grata, mit einer schlechten Vergangenheit, Hypotheken, die abgetragen werden mussten. Das änderte sich so schrittweise, wie sich insgesamt das Klima änderte. Und in der letzten Periode war ich dann korrespondierendes Mitglied. Und die Korrespondierende? Wirklich Vollmitglied wurde ich erst nach dem Umbruch. Waren Sie überrascht, korrespondierendes Mitglied zu werden? Oder haben Sie das vorher schon geahnt, dass so viel Entspannung unter Honecker war, dass man das auch lag? Ja. In der Luft kann man nicht sagen, es war einfach überall zu spüren. Da könnte ich gerade umgekehrt sagen, ich war auch ein bisschen überrascht, wie lange das gedauert hat. Also dass es mit der DDR anders wurde, das war auf jeden Fall schon erkennbar. Dass es zu Ende gehen würde, das war nicht so ohne weiteres zu erwarten. Haben Sie geglaubt, dass man die DDR-Akademie reformieren kann im Prozess der Wiedervereinigung? Also haben Sie an Selbsterneuerung geglaubt? Dass die Akademie wie alle Institutionen in den sozialistischen Ländern, das war nicht nur in der DDR, sondern natürlich kontaminiert waren. Das war klar. Ob und wie weit man da Korrekturen anbringen konnte, das war zunächst mal noch gar nicht thematisiert. Dass das, was dann nach der Vereinigung der zuständige Senator Erhard gemacht hat, das war eigentlich die weiseste Lösung. Wenn man da alle, weiß ich, 120 oder wie viele Mitglieder hätte durchbuchstabieren müssen und Rechtfertigungen zuwege bringen, das wäre wahnsinnig mühsam gewesen. Wenn wir uns ein bisschen angucken, wie die Gruppe, der Sie angehört haben, mit Christian Mayer sich die Akademie überlegt hat, hatten Sie Vorbilder? Nachdem der Senator beschlossen hat, die Akademie wird umgemacht, rekonstituiert, nicht einfach weitergeführt, war diese Gruppe gebildet worden. Und die war dann zunächst mal, was die Ideen, Vorstellungen betraf, relativ autonom. Da gab es keine Vorgaben. Das, worauf es hinausgelaufen ist, war auch nicht vorgezeichnet. In dem Sinn war diese Gruppe relativ autonom. Natürlich gab es Gespräche und Überlegungen und so, aber nicht im Sinn eines zu erfüllenden Programms. Sind zu wenige Menschen aus dem Osten Gründungsmitglieder gewesen? Ich glaube eigentlich nicht. Also ich kann nun
das rein persönlich in der Biologie und Physik ausgesehen hat, nicht beurteilen. Aber in dem Bereich, wo ich einen Überblick oder mindestens eine Ahnung hatte, da muss ich sagen, ist in dem Sinn keine Krampfhandlung zustande gekommen. Das ging relativ neutral und konsensbildend vor sich. Ist denn alles das, was Sie 1993 für die neue Akademie hofften, eingetreten? Oder hat es auch Sachen gegeben, die Sie erhofft haben und die Ihnen nicht passiert sind? Also da ich an dieser Bastelakademie beteiligt war, weiß ich, was für Erwägungen und Erwartungen da erwogen worden sind. Mhm. Und von denen ist kaum was übrig geblieben. Nun muss ich sagen, ob das und in welcher Weise das wirklich machbar gewesen wäre, das ist eine Frage, die nicht wirklich belastet worden ist. Ich kann nur sagen, also die Vorstellung von dem, was wir auch so mit Arbeitsakademie im Sinn hatten, ist in die Neugründungsphase nichts eingegangen. Und in dem Sinn ist von dem, was wir da als Akademie, die dann so was wie einen geistigen Horizont geben sollte, in dem die einzelnen Projekte auch eine Art Anknüpfung haben, vor sich gehen sollte, nicht zustande gekommen. Und also ist ja jetzt auch klar, dass als funktionierende Einheiten blieben und wirksam geworden ist, das waren auch die tradierten Strukturen und Kapazitäten. Soweit ein Interview mit Manfred Bierwisch. Einzelne Dinge wird man nicht vergessen. Der schöne Ausdruck Bastelakademie über die Gründungsphase. Ich darf jetzt sehr herzlich auf diese Bühne bitten, zwei Mitarbeitende der Akademie der Wissenschaften der DDR, nämlich aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, der Gesellschaftswissenschaften, müsste man mit den alten Formulierungen sagen, Klaus Hallof, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. Und ich hoffe, uns schon zugeschaltet ist Joachim Sauer. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Und Herr Hallof, wir setzen uns vielleicht so hin, dass wir mit unseren Rücken nicht Joachim Sauer zudecken. Guten Abend. Ich erlaube mir ganz, ganz kurz, die beiden Mitarbeitenden der Akademie der Wissenschaften der DDR vorzustellen. Hier sozusagen im Augenblick unter Joachim Sauer sitzt Klaus Hallof. Klaus Hallof war an der Akademie der Wissenschaften seit 1983 beschäftigt in dem, was heute wieder Inscriptiones Graecae, die traditionsreichen griechischen Inschriften sind. Die waren aber damals in einem Institut und Sie müssen uns erzählen, wie das in dem Institut funktionierte. Sie sind nach der deutschen Wiedervereinigung nicht nur Leiter der Arbeitsstelle gewesen und ganz frisch pensioniert, wir hoffen aber trotzdem nicht fern von unseren griechischen Inschriften. Ihr Nachfolger, Herr Prignitz, sitzt unter uns und das ist eine gute Staffelübergabe gewesen. Sie haben, das kann man vielleicht aus Ihren vielen Dingen noch hervorheben, neben einer großen Menge von griechischen Inschriften, die Sie ediert haben, für Ihr Unternehmen die Goldmedaille der Athener Akademie in Empfang
genommen. Und Joachim Sauer verbindet man vielleicht nicht unbedingt mit der Akademie der Wissenschaften der DDR. Nach dem Abitur Chemielaborant im Braunkohlenkombinat Lauchhammer, dann ein Student der Humboldt-Universität von 1967 bis 1972, 1974 dort promoviert. Und Herr Sauer, Sie waren von 1977 bis 1991 am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin-Adlershof tätig, dass Sie inzwischen viel geehrt sind und auch ein Emeritus und sich gerade in den USA befinden, das sei knapp noch angemerkt. Darf ich Ihnen beiden als allererstes die Frage stellen, Herr Sauer, wussten Sie, dass die Akademie auch griechische Inschriften macht? Und Klaus Hallof würde ich gern fragen, wussten Sie, dass es ein wussten Sie etwas vom Forschungsprogramm der Chemie in Adlershof? Kannten Sie einander? Gab es Gelegenheiten, wo man sich hätte kennenlernen können? Vielleicht, Herr Sauer, fangen wir mit Ihnen an. Ich will erst noch mal daran erinnern, was auch schon gesagt wurde, dass die Akademie der Wissenschaften der DDR nach dem russischen Vorbild strukturiert war. Es gab also die Gelehrtengesellschaft, so wie wir heute die BBRW kennen. Die hat aber im Grunde, war das die Führungsinstitution auch für nicht-universitäre Forschungsinstitute, die im Wesentlichen die Forschung bestimmt haben. Angefangen hatte das ursprünglich mit einer Idee, die jetzt auch bei der Max-Planck-Gesellschaft eine Rolle spielt. Ursprünglich war es so in der damaligen Sowjetunion, dass man erfolgreichen, einzelnen, herausragenden Wissenschaftlern Institute geben wollte, in denen sie ihre Ideen optimal entwickeln konnten. So, ich war Mitarbeiter an einem solchen Institut und ich wusste zwar, dass die Akademie dann auch diese anderen geisteswissenschaftlichen Institute hatte, aber ich kannte die einzelnen Personen nicht, außer in den letzten Jahren trat der Kollege Bierwisch natürlich in das Bewusstsein, weil wir in verschiedene Zusammenhängen in der, sage ich mal, Gorbatschow-Ära einige Gemeinsamkeiten aufwiesen. Lieber Herr Hallof, entnehmen Sie sich eines der Mikrofone. Kannten Sie irgendwen aus den Akademieinstituten in Adlershof? Haben Sie diese Broschüren, wo die Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR waren, angeguckt und das nachverfolgt? Oder hat Sie das einen feuchten Kehricht interessiert? Also ich hätte Herrn Sauer kennen können, denn in Adlershof fand die marxistisch-leninistische Weiterbildung der Akademie statt, genannt Malle Weibi. Und das immer freitags, einmal im Monat freitags. Und wir hofften immer, dass sie fertig ist um 14 Uhr, damit wir den Zug noch bekommen könnten. Und wenn Herr Sauer da in diesem Gebäude, was damals stand, so ungefähr vielleicht 100 Meter vom Adlershof Bahnhof weg und tätig war, dann hätten wir uns begegnen können. Also ich wusste natürlich, dass in Adlershof diese Institute sind und wusste auch ungefähr, was da ist, ja. Sie selber waren ja nicht wie am Schluss Leiter eines unabhängigen oder vergleichsweise unabhängigen Unternehmens zur Edition von griechischen Inschriften, sondern Sie waren Teil eines Zentralinstituts CIAGA, in dem diese Vorhaben eine relativ marginale Rolle gegenüber Gemeinschaftsprojekten im Sinne einer marxistisch-leninistischen Deutung der Geschichte der alten Welt haben. Und ich würde Sie jetzt beide gern noch mal fragen, welche Rolle hat die Vorstellung von der DDR-Akademie als einer Akademie in einem sozialistischen Staat in der Alltagsarbeit gestellt und fange mit Ihnen, Herr Hallof, an. Konnten Sie Inschriften aus Samos edieren oder mussten Sie Kapitel zur Entwicklung der antiken Klassengesellschaft schreiben? Also beides. Es gab so einen zentralen Plan, da musste man mitarbeiten. Das hat man
irgendwie so getan, wie man es halt tut. Ich will vielleicht eine Anekdote erzählen. Ich kenne also diesen Raum wirklich vom September 83. Da war nämlich Plandiskussion. Das war am 23. September und der Raum war dunkelvertefelt. Hier stand ein besonders hässlicher Karl Marx, den haben Sie hoffentlich nicht mehr. Doch, den gibt es im Keller noch. Okay. Ich habe mal erlebt bei einem Besuch in einem Museum in Thüringen, dass die Museumsdirektorin sagte, man weiß ja nie, wozu man den noch mal brauchen kann. Nein, das... Okay, aber der war hässlich. So. Und wir kamen hier hinten rein und mein Lehrer Körner, also einer dieser integren Leute, die man brauchte als junger Mann, zog mich gleich auf die hinterste Reihe und sagt, da kann man besser schlafen. Nach einer Stunde musst du aufpassen, da kommt die Inskription des Gräke dran. Und das war auch so, also das war die 66. Position oder 67. in dem Plan des Institutes. Der hatte zunächst so Z-Plan, das waren die von den zentralen Aufgaben der Akademie, da war also Marx Engels diese Ausgabe, jene Ausgabe. Dann kamen Institutsprojekte, Klassenkampf, Rolle der Volksmassen in der vorkapitalistischen Gesellschaft. Und dann ging das also runter, bis dann also die Inskription des Gräger. Man muss also sagen, Herr Marx sagte, wir haben nichts zu feiern, aber ich glaube, heute auf den Tag vor 208 Jahren hat König Friedrich Wilhelm III. Durch seinen Minister Geld für das griechische Inschriftenwerk genehmigt und damit ein Forschungs sozusagen Profil geschaffen, was damals absolut innovativ war, die Großforschung, die geisteswissenschaftliche Großforschung. Und vor mir, jetzt kommt also die letzte Pointe, waren 66 oder 65 Handtruwe-Bratzen, die ein Kollege, der etwas näher an der Akademieleitung stand, bearbeiten sollte. Wissen Sie, was Handtruwe-Bratzen sind? Das sind Gürtelschnallen aus dem Mittelalter, die diese zwei Hände haben, die sich so umfassten. Und die, also das älteste Unternehmen war zwischen einem eher weniger interessanten und an Materialschwäche etwas leidenden. Und diese Handtruwe-Bratzen haben mir dann hinterher noch eine Parteirüge eingebracht, weil ich das Parteiabzeichen mal als Handtruwe-Bratzen bezeichnet. Das hatte diese Hände da nicht. Und den fand ich dann in meiner Kaderakte, diesen vom Merck, dass ich da also. So, das war also ungefähr der Stand des Unternehmens. Ja. Lieber Herr Sauer, wir haben heute Nachmittag ein wenig darüber gestritten, ob Naturwissenschaften ideologieresistenter als Geisteswissenschaften sind. Und ich ahne, wie Sie votieren aus unserer längeren Kenntnis. Aber ich würde Sie gern fragen, eine sozialistische Akademie in einem sozialistischen Staat, ist das auf die Chemie durchgeschlagen oder konnten Sie an Ihrem Schreibtisch Chemie machen, als ob Sie, weiß ich nicht, also in Belgien gesessen hätten oder in Südfrankreich gesessen hätten? Gab es Versuche ideologischer Einflussnahme auf die Chemie? Wie sind Sie damit umgegangen? Also diese Zeit war vorbei. Wir kennen das in den 50er Jahren, als insbesondere in der Sowjetunion damals direkt Einfluss genommen wurde auf bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse und Modelle, die also vom Klassenfeind in die hehre sozialistische Gesellschaft eingepflanzt betrachtet wurden. Das war eine bittere Zeit, die ich nicht erlebt habe. In der Zeit, die ich erlebt habe, wurde die Wissenschaft als Produktivkraft verstanden. Es gab auch wie im Sport teilweise die Ambition, eben zur Weltspitze zu gehören oder auch überholen oder einzuholen, wie Erich Honecker das genannt hat. Und es gab, solange es jetzt nicht persönliche Vorbehalte gab, dass Personen so wie ich nicht reisen durften, gab es durchaus Interesse am internationalen Austausch. Ich war, als ich in die Akademie kam, da waren die Forschungsmöglichkeiten für den einzelnen Forscher und für das Institut viel besser, als das an der Universität war. An der Universität hätte ich auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter kein weiteres Fortkommen gehabt. Aber ich habe mich dann entschlossen, obwohl dort auch kein weiteres Fortkommen war, in dem Karriereweg in die Akademie zu gehen, weil dort die materielle Unterstützung viel besser war.
Ich hatte eine klare Idee, was ich machen wollte und wurde dabei vom Institutsdirektor unterstützt, obwohl die gesamte Forschung in dem Institut, die war stark formalisiert, wie man das vielleicht heute kennt, wenn man ein BMBF-Projekt hat. Da gab es sogenannte G-Stufen, Grundlagenforschung 1 bis 4, die dann dazu geführt haben, das sollte dann in Anwendungsforschung überführt werden. Da gab es auch A1 bis 4. Und an einem bestimmten Punkt wurde ich Teil eines solchen G-Stufen-Forschungsprogramms, was mir aber durchaus recht war, denn ich habe immer als Quantenchemiker, der Computer benutzt, mit Experimentatoren gern zusammengearbeitet. Und das war der Rahmen dafür, auch für materielle Unterstützung in Zusammenarbeit mit der Industrie. Ich habe damals von den Leuna-Werken Walter Ulbricht für Katalysatorforschung ein PC bekommen, teilweise illegal mit dem Imperium von Schalk-Galukowski importiert, der mir viel genutzt hat. Das war allerdings dann schon in der Gorbatschow-Zeit. Also institutionell war natürlich alles durchorganisiert, aber individuell gab es durchaus wissenschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten. Ich wollte auch Klaus Hallof noch mal fragen, haben Sie die Arbeit an den Inschriften, so war das ja bei einzelnen der geisteswissenschaftlichen Unternehmungen, mehr in der Freizeit gemacht und sozusagen auch zusätzlich noch heimlich? Oder hatten Sie auch, wie Joachim Sauer, gewisse Entfaltungsmöglichkeiten und Freiräume? Haben Sie, denn Sie haben das doch als Ihr eigentliches Empfinden. Naja, also das Erste, was Herr Sauer schon gesagt hat, also ich hätte nicht an der Uni bleiben können, weil ich nicht in der Partei wollte. Und da blieb die Akademie dann irgendwie als Auffangbecken übrig. Und dort wurde mir also bedeutet, dass man die Inskription des Krieges so ein bisschen dilatorisch behandeln wolle, aber es hängen eben Devisen und Kollegen aus dem Westen dran und deswegen kann man das nicht, also nicht einfach nicht einstellen. Und ich durfte daran arbeiten, neben meiner Dissertation. Aber es war eine reine Redaktionsarbeit. Denn das, was wir nicht hatten, war eben die Möglichkeit, nach Griechenland zu reisen und selbst Inschriften aufzunehmen. Lieber Herr Sauer, ich wollte Sie fragen, 89, also es wird irgendwann ja deutlich, das wird sich alles ändern. Haben Sie einer reformierten Akademie der Wissenschaften Kredit gegeben oder hatten Sie relativ früh die Vorstellung, das muss nach dem Modell der Max-Planck-Gesellschaft organisiert werden? Sie sind, wenn ich das richtig weiß, relativ schnell auch außerhalb des deutschen Raums gewesen für eine längere Zeit, aber haben Sie am Anfang gedacht, wir reformieren jetzt einfach das Ganze oder haben Sie relativ schnell gemerkt, dass es eine institutionelle Sackgasse, dieses System Gelehrtengesellschaft und im Grunde ja Übernahme der Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nach sowjetischem Vorbild? Erzählen Sie ein bisschen von 89. Ja, ich will erstmal vorausschicken, dass ich immer der Meinung war, dass dieses System, in dem ich lebe, nicht für immer existieren kann. Ich habe allerdings nicht zu hoffen gewagt, dass es zu meinen Lebzeiten so schnell zu einem Ende kommt. Und ich habe dann in einem Interview schon mal gesagt, der Fall der Mauer, das größte Glück in meinem Leben. Ich war damals 40 und habe noch alle Möglichkeiten nutzen können. Ich bin dafür in der Presse kritisiert worden, weil ich hätte sagen sollen, das größte Glück in meinem Leben war, als ich meine Ehefrau getroffen habe. Das ist also, das Glück hat, wie man daran sieht, viele Komponenten. Aber hier spielt dieses Glück eine Rolle. Ich habe die Akademie nicht für reformierbar gehalten. Ich habe sehr schnell, als nach dem Fall der Mauer, als dann auch Gespräche auf verschiedenen Ebenen, ich kannte ja auch eine ganze Reihe von Fachkollegen im Ausland und insbesondere auch in Westdeutschland. Ich habe ein zweiseitiges Papier verfasst, in dem klar stand, die Akademie, so wie sie ist, die Struktur gehört aufgelöst, weil nur durch Auflösung man diesen Drittel von Personen los wird,
die das zweite Drittel, was an der Arbeit hindert, und das dritte Drittel war in die innere Emigration gegangen. Und insbesondere die Personen, die in den Knoten der Strukturen saßen, die haben, indem sie diese wissenschaftsfeindliche Struktur ausgeprägt haben, die ist man nur so losgeworden. Und insofern war ich immer dafür, dass diese Struktur aufgelöst wird. Ich hatte dann in meinen langjährigen Kontakten die westdeutsche Wissenschaft, Landschaft und Kultur als ausgesprochen leistungseffizient kennengelernt und hatte also kein anderes Ziel, als das auch im Osten zu implementieren. Lieber Herr Hallof, wie haben sich für Sie diese Monate des Jahres 89 dargestellt? Ich habe viele Gespräche in der letzten Zeit geführt und habe manche Leute gefragt, waren Sie eigentlich bei der Demonstration der Akademiemitglieder vor dem Konzerthaus im Rahmen der Demonstration da im Jahre 89? Und da haben mir Einzelne gesagt, was, da gab es eine Demonstration, woraus relativ deutlich wird, Weltwahrnehmungen sind sehr unterschiedlich. Wie hat Klaus Hallof 89 wahrgenommen? Haben Sie Hoffnung auf eine Reform der Akademie gesetzt? Dachten Sie, jetzt gehe ich mit den Inschriften doch wieder an die Universität? Nein, non reformanda. Also das stand für uns junge Leute fest und das wurde zementiert dadurch, dass also irgendwie nach der Wahl von de Maizière sich die jetzigen, damaligen Amtsinhaber demokratisch legitimieren mussten. Und nach einer gruseligen Veranstaltung waren sie alle wieder da. Also es ging, wir haben die nicht losgekriegt. Und da war klar, das wird, wir waren zu jung, nicht weil wir haben gesagt, nee, das geht so nicht. Ja, ihr Jungen, ihr wisst ja noch gar nichts von der Welt. Wir haben schon den Übergang von 45 erlebt und wir brauchen die Alten. Also die haben wir nicht losbekommen. Und insofern war klar. Und unser Narrativ war ein bisschen anders, aber das ist jetzt eine Besonderheit. Wir hatten ja diese alten Unternehmen der Preußischen Akademie. Also Mainz ist ja eins von vielen, das älteste. Und unser Narrativ war, wir müssen diese Unternehmen retten für die sozusagen Periode der Wissenschaftsfreiheit im wiedervereinigten Deutschland. Das war unser Ziel. Das wollten wir. Und Sie haben ja relativ bald einen großen Erfolg erzielt. Am Nachmittag sind schon verschiedene Wissenschaftsratsgutachten hochgehalten worden. Das Gutachten zur Evaluierung der Geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR von 1991. Wilhelm Krull nickt, ich erzähle also offenbar keinen Unsinn. Das hat vorn einen Teil, wo diese einzelnen Akademievorhaben behandelt werden. Und da habe ich bei der Lektüre zum ersten Mal den wunderbaren Satz gefunden, diese Unternehmen sind aus Sicht des Wissenschaftsrats zeitlich nicht abschließbar. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Satz, den wir über den heutigen Abend hinaus gelegentlich verwenden können. Wie haben Sie denn das erlebt, was dann passierte? Würden Sie sagen, das ist ein Erfolg gewesen? Ist es Ihnen gelungen, so wie Sie das gerade beschrieben haben, diese geisteswissenschaftliche Großforschung, man kann ja fast sagen, nach industriellem Maßstab in ein anderes Wissenschaftssystem hinein zu transferieren? Also wir sind natürlich nicht gefragt worden, aber ich kriegte Ende 91 von Christian von Meyer den Anruf, dass also die 3, 4, 5 preußischen Unternehmungen auf der neuen Liste sitzen. Das war wichtig, damit also keine Fluktuation stattfindet, denn wir wurden ja alle am 31.12. entlassen aus der Akademie und wurden dann in diese Koordinierung und Abwicklungsinitiative. Das war die erste Bewerbung auf meine eigene Stelle. Ich musste mich noch zweimal auf meine eigene Stelle bewerben und zweimal jeweils evaluiert worden. Das war schon absurd. Aber es war eine Perspektive da, die uns also dann geholfen hat, durchzuhalten. Denn es waren wilde Zeiten, das muss man sagen. Lieber Herr Sauer, wir müssen unglücklicherweise auch mit diesem Abschnitt schon wieder fast zum Ende kommen. Ich wollte nur aus der letzten Runde noch mal sagen, da haben wir uns über die Formulierung aus dem Kamingespräch im Juni unterhalten, dass man das ostdeutsche System einpassen müsse. Und in einem Gespräch zwischen dem damaligen Vorsitzenden des Wissenschaftsrats Dieter Simon und seinem damaligen Mitarbeiter Wilhelm Krull ist vorhin beim Abendessen
Ergebnissen festgestellt worden, dass Wilhelm Krull der Urheber des Ausdrucks einpassen ist. Und das aber ganz wichtig ist, gemeint war nicht, es eins zu eins in das westdeutsche System, so wie es ist, einzupassen, sondern in ein evaluiertes System und das relativ lange und damit veränderte System und darüber geredet worden ist, wie diese Einpassung funktionieren kann. Also nicht einfach ein Einfügen, sondern ein Einpassen in ein verändertes System. Lieber Herr Sauer, Sie sind ja ganz lange dann doch immer wieder nach Adlershof gefahren und in das Hauptgebäude der Akademie, in der ursprünglich die Verwaltung der Akademie der Wissenschaften der DDR war, dann als Mitglied der BBAW. Und ich wollte Sie fragen, haben Sie gelegentlich Déjà-vu-Erlebnisse in Adlershof und im Hauptgebäude, so Déjà-vu-Erlebnisse im Sinne von Gott sei Dank, dass das alles untergegangen ist? Oder haben diese beiden Phasen des Lebens nichts miteinander zu tun und ist das völlig vergessen? Naja, an manches erinnert man sich schon, insbesondere wenn man den Paternoster benutzt und an der Etage vorbeikommt, wo die SED-Kreisleitung beheimatet war. Oder wenn man dorthin fuhr aus Adlershof, dann fuhr man eben immer wegen Unannehmlichkeiten hin. Also man braucht eine Reisegenehmigung auch in sozialistische Länder, man musste dort seinen Pass abholen und wieder abgeben. Also das war negativ besetzt. Ich habe auch einmal an einer Akademiesitzung teilgenommen, sozusagen als mit einem wissenschaftlichen Beitrag. Die war wieder soziologisch höchst interessant. Also der von mir geschätzte, aber dann also fachlich geschätzte Lothar Kollwitz, der Chemiker, der dann Vorsitzender des Nationalrats der Nationalen Front war und deshalb nach der Einheit also als keine, sagen wir, positive Person gesehen wurde. Der hat da erstmal seine letzte Publikation redigiert und dann hat er den Kopf auf die Arme gelegt und hat den Rest geschlafen. Also das war schon eindrücklich. Ansonsten wurde dort wissenschaftlich interessant diskutiert. Es war ja nicht so, dass dort nur Leute reingekommen sind, die nur wegen des Parteibuchs reingekommen sind, sondern da waren schon eine ganze Reihe von Personen, die ich wissenschaftlich sehr hoch geschätzt habe. Wenn Ihr Lebensweg anders verlaufen wäre und Sie zu denen gehört hätten, die im Jahre 1989 den Weg für kürzere oder längere Zeit aus der Wissenschaft in die Politik gegangen wären, hätten Sie Sachen aus heutiger Perspektive anders gemacht bei der Entwicklung im Wissenschaftssystem der DDR? Oder blicken Sie zurück und sagen, unter den damaligen Umständen ist gut und richtig gehandelt worden? Also ich beginne mal mit der Vorbemerkung, dass oft ja gesagt wurde, das war eine Übernahme und uns wurden die Strukturen übergestülpt und das gibt also einen Konflikt zwischen Ost und West. Und meine Antwort ist, es war ein Ost-Ost-Konflikt. Und ich gehöre zu denen, die sagen, diese strukturellen Übergänge waren notwendig. Und wenn man sich das heute anguckt, sind leistungsfähige Strukturen entstanden. Insofern institutionell, strukturell war alles richtig. Nicht? Die blühenden Landschaften sind da. Wenn Sie heute nach Adlershof gehen, arbeiten dort wieder viel mehr Menschen, als zu DDR-Zeiten dort gearbeitet haben. Wenn Sie jetzt fragen, ist dieser Übergang jeder einzelnen Person gerecht geworden? Dann muss man sagen, leider nein. Da gibt es unterschiedliche Personengruppen. Für manche empfinde ich eigentlich wenig Mitgefühl. Aber die, für die ich also es mir leid tut, sind die, die nicht so wie ich 40 waren, sondern vielleicht 55 oder 60, die in ihrem Leben sehr gute Wissenschaftler waren, die politisch unabhängig waren, die die deutsche Einheit freudig begrüßt haben und die dann vor einer sehr schwierigen Situation
standen und denen sind wir vielleicht in der Person nicht gerecht geworden. Lieber Herr Hallow, nun die Fragen an Sie. Wenn Sie zurückgucken auf den Übergang von griechischen Inschriften im Ziaga zu griechischen Inschriften in der BBAW, wie gucken Sie auf diese Entwicklung zurück? Und dann gibt es noch eine weitere Frage, aber erstmal der Rückblick. Ich bin natürlich zufrieden, ich war 32, mein Leben fällt also genau in zwei Hälften, vorwendig und nachwendig. Und ich hatte zwar bei der Wiedervereinigung, bin ich nicht gefragt worden mit irgendwas, aber ich hatte dann genug Zeit. Ich will das mal auf den Punkt bringen. Die Akademie wollte meinen Kopf, den hat sie bekommen, aber meine Erfahrung wollte sie nicht. Und deswegen, ich hätte mehr geben können, wenn die Akademie mehr gewollt hätte. Lieber Hallow, wir kennen uns schon lange, ich weiß, was Sie meinen, aber ich glaube, Sie müssen für das Publikum noch ein bisschen erklären, was bedeutet das mit der Erfahrung, die die Akademie nicht wollte. Also nur zwei Punkte und ganz pauschal, also differenziert jetzt nicht. Ich finde die Abschaffung der Institute ein Fehler. Wir hatten Institutserfahrung, die Akademieinstitute hätten in einer anderen Form transformiert werden können. Das war das Erste und ich finde zweitens, die Grenze zwischen Akademie-Mitgliedern und Akademie-Mitarbeitern ist so dicht gemacht worden und ist so dicht, dass es einer modernen Akademie nicht gut zu Gesicht steht. Das einzige Mal, wo ich eine Akademie, eine Plenarsitzung gesehen habe, war in Athen, als ich die goldene Medaille abgeholt habe. Meine eigene Akademie hat mir diese Gelegenheit nicht gegeben. Vielen, vielen Dank. Das ist, glaube ich, etwas, sowohl das, Herr Sauer, was Sie gesagt haben, Herr Hallow, was Sie gesagt haben, was wir nicht nur im Rückblick, sondern auch im Vorausblick mitnehmen dürfen. Ich möchte mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken nach Amerika und Herr Hallow zu Ihnen. Und jetzt wird uns ein weiterer Film eingespielt von Christian Meyer, der übrigens genauso wie Manfred Bierwisch unter uns ist. Aber es ist also ganz, ganz herzlich willkommen Ihnen beiden. Jetzt ein Film mit Christian Meyer und ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Sauer. Sie sind eingeladen, weiter zuzuschauen. Sie haben einmal so schön gesagt, das war Konstruieren einer Einrichtung auf einer Tabula Rasa. Jetzt waren Sie ja nicht aus den ganzen westdeutschen Akademien und haben noch eine westdeutsche Akademie gegründet. Woher haben Sie Ihre Ideen genommen? Also ich wusste über Akademien eigentlich nicht Bescheid. Ich war nie Mitglied einer Akademie und das hat mich auch nicht sonderlich interessiert. Und dann kam dieser Auftrag und dann musste ich mich orientieren und dann habe ich mit verschiedenen Leuten geredet. Da ist mir diese Idee gekommen, dass man eine Altersgrenze setzt und auf diese Weise nicht nur alte Männer da in die Akademie bringt und dergleichen. Also ich bin da quasi reingeschlittert, und aber da ich nun mal übernommen hatte, habe ich mich bemüht, es so gut wie möglich zu machen, soweit es in meinen Kräften stand. Es gab ja eine Wahlkommission, und wie ist es denn aus dem Gründungsausschuss zur Wahlkommission gekommen? Warum haben Sie nicht selber gewählt? Dazu waren wir nicht bestellt und vielleicht auch nicht in der Lage. Aber ich habe damals ein Beispiel mir genommen an einer Senatsreform, wenn man das so nennen darf, die Augustus vorgenommen hat. Der Senat war in den Bürgerkriegen zu groß geworden. 900 Mitglieder, in der alten Republik waren es 300, und er musste irgendwie sehen, sie kleiner zu machen. Und da hat er ein sehr merkwürdiges Verfahren gefunden. Er hat also zunächst mal einige Senatoren beauftragt, weitere Senatoren zu ernennen, vorzuschlagen. Daraus hat er dann einen erlost und der hat dann wiederum seinerseits Vorschläge gemacht und dann ist wieder gelost worden, sodass also eine ganze Kette von Verfahren vorgenommen wurde, durch das klar war, er hat es selber nicht
beeinflusst, sondern er hat die Sache laufen lassen und sie ist quasi anonym und oder eben immer wieder durch das Los geregelt worden und auf diese Weise hat er den Senat neu zusammengesetzt. Und da habe ich mir daraus entnommen, wir müssen ein Gremium haben, was nicht interessiert ist und das repräsentativ ist und das ist eben der Leiter der Forschung, das Forschungs Gemeinschaft und dann Akademiepräsidenten anderer Akademien und dergleichen mehr. Und so haben wir zwar nicht durch Losverfahren, aber immerhin, indem wir da eine Reihe von Leuten zusammengesetzt haben, eine Kommission bilden können, die eine überzeugende Arbeit geleistet hat. Wenn Sie auf die BBAW schauen, deren Mitglied Sie geworden sind und in der Sie sich doch immer wieder engagiert haben, ist die so geworden, wie Sie es sich vorgestellt haben? Das weiß ich nicht, aber jedenfalls hat sich ja ganz gut angefangen. Und, also ich würde sagen, die ersten Sitzungen in dem einerseits in der Klasse, andererseits in verschiedenen Kommissionen, die haben eigentlich gut funktioniert und ich habe auch also verschiedentlich mein Votum abgegeben. Es ist auch im Allgemeinen angenommen worden. Lieber Herr Nettelbeck, wenn ich an Sie denke, dann kommt mir immer das Wort, das Sie mit besonderer Freude zur Selbstbeschreibung verwenden, in den Sinn: der Verwalter. Der Verwalter, der Verwalter wie ein Gärtner. Diese Arbeit wird zu Recht nicht herausgestellt oder besonders wahrgenommen. Die politischen Entscheidungen besagen ja immer, ich gründe eine Situation, ich schaffe ein Programm, ich finanziere ein Projekt. Damit kann man dann an die Öffentlichkeit treten. Und diese Äußerung war für uns der Grund, heute den Verwalter mal aus dem Schatten in die Öffentlichkeit zu holen und Sie zu bitten, Ihre Sicht vorzutragen auf die Gründung der BBAW. Sie haben Rechtswissenschaft und Soziologie in Freiburg im Breisgau und in Berlin studiert, waren Verwaltungsleiter der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin, haben tief von Frankreich geprägt, promoviert 1978-79 zur Berufung von Hochschullehrern in der Bundesrepublik und in Frankreich und sind 1981 der erste Sekretär des neu gegründeten Wissenschaftskollegs zu Berlin gewesen und haben das als Verwalter bis 2012 geleitet. Ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten. Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Das macht es zugleich für mich schwierig, dann als Zeitgenosse zu sprechen. Denn als Verwalter waltet man ja, wie Sie gesagt haben, für andere. Als Verwalter waltet man ja für andere und tritt eben nicht in Erscheinung. Deshalb werden Sie von mir auch wenig Persönliches hören. Als Verwalter habe ich mich dann eher mit den Akten beschäftigt. Ich würde gerne auf ein Motiv bei der Gründung der BBAW zu sprechen kommen, das mir noch heute bedeutsam erscheint, aber damals neben all den organisatorischen Problemen schnell in den Hintergrund getreten ist, über den Versuch zu einem respektvollen Ausgleich zwischen den Mitgliedern der Akademien im Osten und im Westen der Stadt zu kommen. Warum ist dieses Motiv so schnell in den Hintergrund getreten? Auf der westlichen Seite. Auf der östlichen ist vielfach beklagt worden, dass das, was Sie als Wissenschaftsunion bezeichnet haben, nicht zustande gekommen ist. Die Erbitterung über die, wie es immer heißt, Neukonstituierung der Leibnizischen Akademie durch die BBAW, kann man in den Sitzungsberichten der Leibniz-Sozietät nachlesen. Das ist der Verein, der später von den enttäuschten ehemaligen Mitgliedern der Akademie Ost gebildet wurde. In der Zeit von 1994 bis 2019
habe ich 11 Artikel dazu gefunden. Der Band 81 ist insgesamt dem gewidmet. Und beinahe 30 Jahre später war es noch nicht vergessen. Dies nun einfach als Gejammere der Nostalgiker abzutun und darauf zu verweisen, dass viele andere das ganz anders sehen, scheint mir ein bisschen zu einfach. An diesem wohldokumentierten Vorgang lässt sich, auch wenn er nur einen kleinen und in der DDR privilegierten Kreis von Personen betraf, nachvollziehen, wie es, auch wenn die Beteiligten sich um einen fairen Ausgleich zwischen Ost und West bemüht haben, zu den bis heute nachwirkenden Verletzungen gekommen ist. Es war im ich muss mich ein bisschen entschuldigen gegenüber denjenigen, die heute Nachmittag dabei waren, weil zum Teil dieselben Vorgänge beschrieben werden, wie Mitchell Ash sie beschrieben hat. Ich glaube, ich beschreibe sie etwas anders. Also insofern werden diese Teilnehmer einer Rashomon-Situation ausgesetzt. Es war im Sommer 1990. Die Fellows des Wissenschaftskollegs waren schon am Abreisen. Da rief mich der schon erwähnte Jochen Stöhr, der damals für die Forschung verantwortlich in der Senatsverwaltung, an. Er sei etwas ratlos, was mit den Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften der DDR geschehen solle. Sie bedrängten ihn mit der Frage, wie das Land Berlin die Gelehrtensozietät zu gestalten gedenke. Nach den Verhandlungen zum Einigungsvertrag, also insbesondere dem Kamingespräch zwischen Riesenhuber und Terpe, stehe nun fest, dass die Akademie Ost aufgelöst würde. Nur die Gelehrtensozietät sollte weiter bestehen. Über das Wie müsse das Land entscheiden. So die Mitglieder, die Herrn Stöhr bedrängten. Damals fühlten wir Verwalter uns unabhängig von unserer Zuständigkeit aufgefordert, Jochen Stöhr bei seiner Aufgabe zu helfen. Sie war kaum zu bewältigen. Denn Berlin war das einzige Bundesland, das Ost und West in sich zu vereinigen hatte, also auch mit all dem Personal, das damit verbunden war. Also auch im Bereich der Forschung. Mein Vorschlag war, lass uns ein Gespräch mit Wolf Lepenies führen. Er war ein engagiertes Mitglied der Akademie West. So trafen wir uns im Juli 1990 im ruhigen Grunewald, nahmen uns ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Fern von all den sonst so drängenden und gewaltigen Problemen. Nach einer kurzen Diskussion der Alternativen sprach sich Wolf Lepenies für eine Neugründung aus. Alle Mitglieder der Akademien Ost und West sollten zurücktreten und den Weg für einen Neuanfang freimachen. Nach all den Auseinandersetzungen um beide Akademien waren wir uns auf jeden Fall einig, dass eine Lösung zu suchen war, die beide Seiten als fair betrachten konnten. Fair hieß dabei allerdings mehr als rechtmäßig. Fair müsste sich in einem Verfahren ausdrücken, das beide Seiten gleichermaßen zu Wort kommen lässt, das den anderen auch da respektiert, wo man sich aufgrund von Argumenten nicht einigen konnte, wer Recht hat, sondern das Kompromisse erforderte, um trotzdem zu einer Entscheidung zu kommen. Zu dieser Zeit war das Wissenschaftskolleg mit dem Aufbau des Kollegium Budapest in Ungarn beschäftigt, einer konkreten Umsetzung dessen, was Wolf Lepenies als Mentalitätspolitik bezeichnete. So sah er auch die Gründung der BBRW als eine Chance, dass Wissenschaftler der alten und der neuen Bundesländer eine in die Zukunft weisende Institution gemeinsam aufbauen, anders als es für die Forschungsinstitute nun tatsächlich stattfand. Sie wissen, der Begriff ist jetzt schon häufig vorgekommen. Ich wusste nicht, dass es deine Erfindung war. Es ging um das Einpassen. Ich muss allerdings sagen, dass für mich die Absicht
die jetzt erklärt worden ist, zwar verständlich ist, aber zunächst einmal klingt das Wort einpassen doch sehr eindeutig. Da ist etwas, in das hineingepasst werden muss. Damit erhielten, wie im Einigungsvertrag insgesamt, diejenigen ein Übergewicht, die gewohnt waren, mit den Institutionen dieser Forschungsstruktur umzugehen. Es wurde heute Nachmittag mit dem Begriff der Asymmetrie gekennzeichnet. Auch wenn der Einzelne bemüht war, etwa im Rahmen der Begehungen mit den Kollegen Ost rücksichtsvoll umzugehen, führte diese Asymmetrie doch häufig dazu, dass die Betroffenen sich überfahren fühlten. Gut, Sie haben alle den Einigungsvertrag vor Augen. Es wurden also Gelehrtenversammlungen, hieß es damals, und die Institute voneinander getrennt. Und zur Gelehrtensozietät, jetzt muss ich aber doch den Wortlaut mitteilen, weil das ein Detail daran entscheidend ist. Der Wortlaut von Artikel 38 Absatz 2 Satz 2 ist folgender: Die Entscheidung, wie die Gelehrtensozietät der Akademie der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik fortgeführt werden soll, wird landesrechtlich getroffen. Während der Verhandlungen um diesen Satz antichambrierte der neu gewählte Präsident der Akademie Ost, Horst Klinkmann, hier wie dort. Seine Absicht war, die Gelehrtensozietät insgesamt zu erhalten. Er konnte sich dabei auf den Auftrag berufen, den Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, ihm gegeben hatte. Er sollte alles Erforderliche tun, um, und jetzt zitiere ich, die Gelehrtensozietät gemäß Artikel 38 auf eine landesrechtliche Grundlage zu überführen. Also das hieß, er hat sich die Meinung der Mitglieder Ost zu eigen gemacht. Das BMFT, also das westliche Ministerium, hatte zunächst nur vorgeschlagen, die Gelehrtengesellschaft von den Instituten zu trennen, dann aber im August 1990, also nach dem Kamingespräch, auf Einwände hinzugefügt. Die Entscheidung zur Fortführung der Gelehrtensozietät der ADW, die Abkürzung kennen Sie inzwischen, wird landesrechtlich getroffen. Bonn wollte sich nicht auch noch mit diesem heiklen Problem belasten. Auf Drängen des Ministeriums Ost endeten die Verhandlungen zu diesem Satz aber mit einer kleinen Änderung. Es wurde das Wie eingefügt. Zunächst sollte es heißen, ob und wie, also vom Westen vorgeschlagen, das Ob wurde im Laufe der Verhandlungen wieder gestrichen. Für die Mitglieder der Akademie Ost bedeutete damit das Wie eine Garantie, dass die Gelehrtensozietät fortbestehen würde. Das Land Berlin interpretierte das anders. Es strebte eine Neukonstituierung an, wie es immer wieder heißt, ein Begriff, der signalisieren sollte, dass die BBAW einerseits neu sei, insbesondere durch die Wahl ihrer Mitglieder, aber andererseits an die Preußische Akademie anknüpfen sollte. Das Land Berlin meinte, dem Artikel 38 könnte auch dadurch Rechnung getragen werden, dass die Gelehrtensozietät als Institution fortgeführt wird, unabhängig davon, inwieweit ihr weiterhin Mitglieder der Akademie Ost angehören. Ein Rechtsgutachten des Experten des Hochschulrechts, Werner Thieme, bestärkte das Land in seiner Ansicht. Für die Mitglieder Ost erschien diese Auslegung gleichbedeutend mit der Auflösung der Gelehrtensozietät. Jetzt kann ich doch mal als Zeitzeuge noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich stellte bei diesem Verfahren überrascht fest, dass ich seit 1981 dazu beigetragen hatte, die Leibnizische Akademie zu erhalten. Wie das? Werner Thieme begründete deren fortdauernde Existenz mit der Tatsache, dass einige Vermögenswerte der Akademie in West-Berlin weiterhin von der Senatsverwaltung beaufsichtigt wurden. Es ging um die
inzwischen sehr arm gewordene Sammelstiftung bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Der Notvertreter, wie es von Seiten des Senats hieß, Notar Pattberg, war mit deren Verwaltung betraut worden und sollte das zum Wohle des Wissenschaftskollegs tun. Wir finanzierten daraus Seminare mit internationalen Gästen. Bei dieser Zusammenarbeit waren wir allerdings nie dieser hehren Bedeutung unserer Tätigkeit bewusst, erledigten nur brav die jährlichen Sitzungen und schlugen der Senatsverwaltung von Zeit zu Zeit vor, neue Mitglieder für den Beirat zu benennen. Ja, und nun gab es in der Tat eben das zweite Problem für Herrn Stöhr und Berlin, die Auflösung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, wie sie hieß. Das Gesetz stammt vom 17. Juli 1990, aber noch vor dem Fall der Mauer hatte die rot-grüne Koalition gegen heftige Widerstände, es war von Kulturschande die Rede, beschlossen, sie mit Wirkung zum Ende des Jahres 1990 aufzulösen. Ihre Gründung sei durch den vorhergehenden Senat einseitig politisiert worden. Die SPD-Senatorin Barbara Riedmüller-Seel versuchte, die Wogen zu glätten, sah sich jedoch durch die Koalitionsvereinbarung gebunden. Nach dieser Erfahrung war sie jedoch natürlich bestrebt, für die Neugründung jeden Verdacht zu vermeiden, die Politik steuere die Wahl der neuen Mitglieder. Folglich lud sie Anfang Dezember 1990 eine Planungsgruppe ein. Sie sollte die Neukonstituierung der Akademie vorschlagen. Dieses Prinzip der politikfernen Wahl, wie das dann hieß, vertrat auch ihr Nachfolger im Amt, Manfred Erhardt. Auch nach der Abwahl des rot-grünen Senats im Dezember blieb es so bei dieser Planungsgruppe, nannte sie sich, und eben der Beendigung aller Mitgliedschaften beider Akademien. Die Politikferne der Wahl der neuen Mitglieder sollte durch ein von Christian Mayer vorhin beschriebenes kaskadenartiges Verfahren gewährleistet werden. Also der Senator ernennt die Planungsgruppe bestimmt die Struktur und das Wahlverfahren. Ein Wahlgremium wird von der Planungsgruppe im Einvernehmen mit bundesweiten Wissenschaftsorganisationen vorgeschlagen und vom Senator ernannt. Dieses Wahlgremium wählt die ersten 50 Mitglieder und dann wählen die übrigen Mitglieder. Also durch diese augustinische Abfolge sollte die Politikferne gewährleistet werden. Wollte man die Neukonstituierung als Chance im Sinne von Wolf Lepenitz sehen, kam es also darauf an, das Verfahren so zu gestalten, dass Wissenschaftler aus Ost und West zusammenwirkten und bereit waren, trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft und Loyalitäten gemeinsam den Blick nach vorne zu richten auf eine zukünftige neue Art von Akademie unter den Bedingungen des vereinten Deutschlands. Eine solche Haltung wurde von den beiden Präsidenten der bisherigen Akademien, von Klinkmann und Albach, erwartet, war aber auch für die Zusammensetzung der ganzen Planungsgruppe ausschlaggebend. Ganz besonders für die Wahl ihres Vorsitzenden, Christian Mayer. Er hielt zu dieser Zeit Vorträge und schrieb Artikel, die von der Sorge getragen waren, wie Ost und West wieder zu einer gemeinsamen Nation zusammenwachsen könnten. Also einer der Vorträge war »Die Nation, die keine sein will«. Daraus wurde dann nachher ein Buch. Mit dieser Haltung erschien er prädestiniert für die Rolle des Vermittlers. Die Zusammensetzung der Planungsgruppe insgesamt war offenbar so gelungen, dass der neue Senator, obwohl ganz anderer politischer Einstellung, sie unverändert übernehmen konnte. Die Vielfalt der vertretenen Positionen versprach, dass die neue Gründung parteipolitisch mit breiter Zustimmung rechnen konnte. Zum Bedauern beider Senatoren weigerte sich Horst Albach, an der Planungsgruppe teilzunehmen.
Während Klinkmann zu weitgehenden Kompromissen bereit war, versuchte Albach, in bundesdeutschen Verfahren geübt, Eberhard Diepgen, der erneut regierender Bürgermeister war, dafür zu gewinnen, die Mitglieder der abgewickelten Akademie West insgesamt zu übernehmen. Letztlich vergeblich. Albach wusste, wie er dann sich weiter verhalten sollte. Er blieb bei seiner Weigerung, an der Planungsgruppe teilzunehmen. Die Begründung, als Präsident wolle er nicht daran mitwirken, dass die Mitglieder der Akademie, der er vorstand, genauso wie die Mitglieder der Akademie Ost behandelt würden. Mit dieser Begründung war er entschuldigt. Zugleich waren die beiden anderen ehemaligen Mitglieder der Akademie West nicht daran gehindert, weiter in der Planungsgruppe mitzuarbeiten, Lepenitz und Spur. In der Planungsgruppe wurde so die Unterzahl der Mitglieder aus den neuen Bundesländern, also 3, gegenüber denen aus den alten, 6, die also faktisch mitgewirkt haben, durch die gewichtige Stellung von Klinkmann ausgeglichen. Im Ergebnis offenbar mit dem von Wolf Lepenitz angestrebten Erfolg. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens dann 1991 hat Klinkmann bei der Anhörung vor dem Abgeordnetenhaus öffentlich erklärt, dass er und die Gelehrtensozietät die Empfehlungen der Planungsgruppe mittragen könnten. Auch in späteren Veröffentlichungen der Leibniz-Sozietät kommt zum Ausdruck, dass deren Mitglieder Verständnis dafür hatten, dass Klinkmann der Empfehlung der Planungsgruppe zugestimmt hat. Die Vorwürfe, in diesen Artikeln übergangen worden zu sein, richteten sich gegen die folgenden Schritte. Sie griffen dann allerdings vorherige Auseinandersetzungen wieder auf, die an sich durch die Kompromisse in der Planungsgruppe gelöst waren. Besonders beeindruckend sind dabei die Einführungen des Präsidenten der damaligen Leibniz-Sozietät, Herrn Rappaport, der eine internationale Existenz war und eine beeindruckende Persönlichkeit. Von Senatsseite gehört es von Anfang an zu einem von der Wissenschaft gesteuerten Prozess, dass die bundesweiten Forschungsorganisationen und die anderen Akademien um Stellungnahme gebeten wurden. Die Akademien kritisierten vor allem die Arbeitsformen, die von denen der traditionellen Akademien abwichen. Gegenüber dieser Kritik konnte die Planungsgruppe bei dem Konzept bleiben, das sie von der Akademie West übernommen hatte, nämlich den Arbeitsgruppen. Denn die angesprochenen Bundesorganisationen billigten diese für Akademien neuen Arbeitsformen. Anders verlief es bei dem Wahlgremium. Zu dessen Zusammensetzung bedurfte es des Einvernehmens mit den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, der DFG, des Wissenschaftsrates, der Leopoldina und der Konferenz der Akademien. Von westlicher Seite hieß es, der Osten sei beteiligt, durch die Sächsische Akademie als Mitglied der Konferenz der Akademien und durch die Leopoldina. In der Planungsgruppe war besprochen worden, welche Wissenschaftler die Gruppe sich für dieses Gremium wünschte. Für Klinkmann war das wohl eine implizite Voraussetzung für seine mit der Mehrheit seiner Kollegen abgestimmte Zustimmung. Die Vorschläge blieben vertraulich, weil zunächst einmal Einvernehmen mit den Forschungsorganisationen zu erzielen war. Diese Verhandlungen führten dazu, dass der Vorschlag der Planungsgruppe modifiziert wurde. Dementsprechend berief dann der Senator die Mitglieder des Wahlgremiums. Die Artikel der Leibniz-Sozietät sehen hierin das Ereignis, wo der gemeinsame Weg verlassen wurde. Dass nachher nur, bei mir waren es 13, aber offenbar waren es offenbar nur 12 der ersten 48 Mitglieder aus den neuen Bundesländern kamen und noch weniger aus der Akademie Ost und noch weniger also der Akademie Ost angehört hatten, schien ihnen die Folge dieser Abweichung zu sein. Der befriedende Effekt des Verfahrens war dahin. So kam es also zu den gegensätzlichen Einschätzungen und der jahrzehntelang nachwirkenden Verletzung. Die einen fühlten sich unfair behandelt, die anderen hatten den Eindruck, dieses Verfahren sei unvermeidlich gewesen
um das wissenschaftliche Ansehen der neuen Akademie sicherzustellen. Ich möchte eine, wenn Sie wollen, soziologische Sicht vorschlagen. Es waren die üblichen Verfahren des westdeutschen Wissenschaftsbetriebs, die die guten Absichten in den Hintergrund treten ließen. Die westdeutsche Forschungsstruktur veranlasste die Bundesorganisation und den Senat dazu, zusätzliche Gesichtspunkte in den Vordergrund zu rücken, mit der Folge, dass das Wahlgremium abweichend von dem Vorschlag der Planungsgruppe zusammenzusetzen war. Die westlichen Verfahren erwiesen sich als bestimmender als das Motiv, die Mitglieder Ost so zu beteiligen, dass sie sich fair behandelt fühlen konnten. Ich bin gleich da. Ist es zu lang? Kürzen, ja. Ah ja, Entschuldigung. Ein klein wenig kürzen, weil wir noch anderes haben. Ja, ja. Machen Sie den Schluss an. Gut. Ich wollte sagen, dafür waren zwei Gesichtspunkte entscheidend. Die Finanzierung und die nationale Ambition. Das war schon klar. Die Akademie konnte die Langzeitprojekte nur finanzieren, wenn sie von den anderen Akademien anerkannt und in die Konferenz der Akademien aufgenommen wurde. Deshalb musste jeder Verdacht vermieden werden, dass neue Mitglieder des Wahlgremiums politische Gesichtspunkte zugunsten der Mitglieder Akademie Ost einbringen müssten. Der zweite Gesichtspunkt war, dass, das wurde auch schon erwähnt, die Gründer die Ambition hatten, aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie eine nationale Akademie zu machen. Das implizierte aber, dass man dem Wahlgremium sagen musste, es muss die internationalen Kriterien erfüllen, die dann zu einer Anerkennung wie, was weiß ich, Akademie Française führen könnten. Eine solche Rolle benachteiligte aber dann die Mitglieder Ost, die nur mit Schwierigkeiten entsprechende Schriftenverzeichnisse vorweisen konnten. Also, die Antwort auf meine eingangs gestellte Frage ist dementsprechend, auch für die Gelehrtensozietät galt, was durch die Art der Vereinigung angelegt war. Den Beitritt nach Artikel 23 und die Eile. Hätte man diese Wirkung vermeiden können? In der Eile wohl kaum. Und wenn man die nationale Ambition aufrechterhalten und die Finanzierung gewährleisten wollte, schon gar nicht. Vielleicht hätte eine längere Diskussion zum Einvernehmen geführt, wie es ja schon bei der Auflösung der beiden Akademien der Fall gewesen war. Ich weiß es nicht. Blieb also den Politikern und Verwaltern nichts anderes übrig, als die Erneuerung mit Bedauern, wie Mitchell Ash das ausgedrückt hat? Oder nur der Spruch von Eberhard Diepgen, der gegenüber Einwänden des Rechnungshofes zugestand, wird bei der nächsten Wiedervereinigung beachtet. Da Jule Specht, die wir eigentlich auf dem Programm haben, aus Gesundheitsgründen nun leider doch nicht kommen kann, werden wir das jetzt so machen. Sie sehen in einem Ritt drei Filme und dann kommentieren Joachim Sauer, Ute Frevert und Herr Sparatis das, was wir gehört haben. Die drei Filme bitte. Ich war dabei, als in dem Haus unter den Linden, ich glaube neben der Staatsbibliothek, kann das ein Teil der Akademie gewesen sein? Da war ein großes Schild, Deutsche Akademie der, oder Akademie der Wissenschaften DDR. Und ich war zufällig da, als dieses abgeschraubt wurde. Und dahinter kam hervor Preußische Akademie der Wissenschaften. Als du erfuhrest, dass du Gründungsmitglied wirst, was hast du gedacht? Denn wahrscheinlich aus der Perspektive deiner Bielefelder Sozialisation wirkten doch Akademien als ein relativ traditionelles, konservatives Modell von Wissenschaft aus dem Kaiserreich und der alten Bundesrepublik, die er versucht hat zu modernisieren.
voranzubringen, zu verändern? Warst du so geehrt, dass du dachtest, oh, jetzt bin ich doch auch Akademiemitglied geworden? Ich habe mich geehrt gefühlt. Und vorangegangen war ja eine Debatte über die Funktionen von Akademien, die zum Teil sehr kontrovers geführt worden war. In West-Berlin in der zweiten Hälfte der 80er Jahre hatte man mit sehr viel jüngeren und nicht traditional orientierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eine Akademie mit neuen Arbeitsformen entwickelt, die aber nie die Akzeptanz erreichte, die ihr Weiterleben ermöglicht hätte, unter Horst Albachs Führung. Und von daher hatte für mich eigentlich die Akademie aufgehört, nur ein Relikt der Tradition zu sein. Und ich muss sagen, dass ich hoch erfreut war, ein Gründungsmitglied dieser neuen Institution zu werden, die dann auch bald hier gegenüber im Konzerthaus zusammentrat und es fertig brachte, geistvolle Diskussionen mit einem gewissen ornamentalen Aufwand zu verbinden. Es war wohl eine sehr offene Situation. Man traf sich auch privat. Ich erinnere mich, dass wir ganz am Anfang mal bei uns zu Hause in Dahlem eine vorbereitende Sitzung hatten. Christian Mayer dabei, Manfred Bierwisch dabei. Es ging dann in den Klassensitzungen sehr schnell um die Frage, wie die Zeit für Klassensitzungen vermittelt werden sollte zu der Zeit, die für Arbeitsgruppen zur Verfügung stehen sollte. Es war eine Akademie, die insofern ein bisschen ansetzend an die Westberliner Akademie eine Arbeitsakademie sein wollte. Und in der Tat haben wir sehr früh sehr viel Zeit hineingesteckt in die interdisziplinären Arbeitsgruppen, wo wir unter anderem die Geschichte der Wiedervereinigung der Wissenschaften aufarbeiteten und anderes mehr. Also ich denke, dass die relativ reduzierte Zahl der Zusammenkünfte der Klasse auch damit zusammenhing, dass einige von uns, viele von uns, die Zeit und Lust hineinsteckten in die Arbeitsgruppen, die ja klassenübergreifend sein sollten. Ich hielt es und halte es für richtig, dass die neue Berlin-Brandenburgische Akademie nicht die Struktur der Akademie der Wissenschaften der DDR fortsetzte, die ja eben daraus bestand, einerseits Gelehrtengesellschaft zu sein, aber andererseits ein Holding für eine große Zahl von Instituten, von Forschungsinstituten, wobei der Tendenz nach allmählich die Gelehrtengesellschaft eher weniger wichtig wurde und die Forschungsinstitute immer wichtiger. Aber was wir, finde ich, was eigentlich umgekehrt doch bedauerlicherweise zu kurz kam, war, in dieser DDR-Akademie gab es sehr viel vorzügliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und von denen ist vielleicht doch eine zu geringe Anzahl in die neue Berlin-Brandenburgische Akademie berufen worden. Im Wissenschaftsrat allerdings, dem ich angehörte, hat man immer überlegt, wo man bestimmte Forschungsunternehmungen langfristig unterbringen konnte. Und da gab es schon die Idee, Turfan-Forschung etwa wieder in einer neuen Akademieform zu haben. Und da wartete vieles auf die neue Akademie, dass sie sich darum bemühte und hat sie ja auch zum Glück getan bis heute. Ich glaube, dass Hubert Marke eine große Figur gewesen ist in seiner Verknüpfung von Wissenschaft, Wissenschaftspolitik und Bürgerexistenz, also im Sinne von bürgerschaftlichem Engagement. Ich will aber auch noch mal gern auf Christian Mayer hinweisen. Christian Mayer hat, denke ich, für die Entstehung dieser Akademie im Jahre 1993 sehr viel geleistet und
organisatorisches Geschick. Wir hatten auch lange mit dem, im Historikerverband miteinander zu tun. Mit einer manchmal spielerischen, auf jeden Fall skeptischen Form des Umgangs mit der Wissenschaft und der Welt. Und diese leicht skeptische, nicht spießerische Form des Umgangs mit Wissenschaft spielte für eine kurze Zeit eine große Rolle und eine gute Rolle, an die ich sehr gern zurückdenke. Wir hatten ja in den 80er Jahren diesen sogenannten Historikerstreit, wo es um den Platz des Holocaust, des nationalsozialistischen Terrorregimes im Kontext der deutschen und europäischen Geschichte ging. Erhitzte Debatte, heiße Debatte, teils journalistisch, teils von Historikern, wissen dann. Die Wiedervereinigung hat auf diesem Gebiet eine Beruhigung herbeigeführt. Mhm. Es ist, ich glaube nicht, dass 10 Jahre später noch dieser Historikerstreit in dieser Härte durchgeführt worden wäre. Und bei all den Kontroversen, die wir im Kopf haben, wenn wir jetzt daran denken, wie 1993 diese Akademie entstanden, es ist dann doch, auch hier besonders in Berlin, etwas sachlicher, etwas weniger zugespitzt zugegangen. Und das, letztlich war das eine Bedingung auch für das Florieren dieser Akademie bis heute. Mein Name ist Susanne Fünfstück. Ich bin Mitarbeiterin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften von Beginn an. Und zuvor war ich Mitarbeiterin der Akademie der Wissenschaften der DDR und danach der Abwicklungsstelle. Und ich habe zunächst in der Verwaltung gearbeitet und bin dann seit Gründung der Berlin-Brandenburgischen Akademie in der Wissenschaftsverwaltung tätig. Dann sind ja plötzlich sehr, sehr viele Westdeutsche gekommen. Ja. Gab es so eine Solidarität derer, die hier schon früher da waren, dass die sich gesagt haben, wir halten jetzt mal zusammen, wenn die ganzen Wessis kommen und uns erzählen wollen, wie die Welt funktioniert hat? Denn es gab ja sozusagen unter den Mitgliedern und also kein Ostdeutscher bis auf den heutigen Tag, keine ostdeutsche Residentin, wie bei den ganzen Universitäten auch. Also es ist ja sozusagen so, dass was die Akademie Elitentransformation nennt, also sind sozusagen ganz viele aus dem Westen in die Leitung gekommen. Haben Sie dann zusammengesessen im Keller und gesagt, Gott, das ist ja jetzt alles vom Westen übernommen worden in der dritten Etage? Also es gab ja solche und solche Wessis, muss ich dazu sagen. Ja, es gab in der ersten, sozusagen in der ersten Stunde auf der Abwicklungseinrichtung gab es ja ganz viele Kolleginnen, die aus West-Berlin kamen, mit denen wir uns, also da habe ich wirklich wunderbare Erinnerungen an die Kolleginnen und Kollegen, die dort also in die Verwaltung mit aufgebaut haben. Wirklich, das war so kollegial und so, als hätten wir gar nicht in verschiedenen Ländern gelebt, sondern hätten schon immer zusammengearbeitet. Aber es gab eben auch Begegnungen, wo ich gedacht habe, also ein Beispiel kann ich machen. Mein erster Verwaltungsleiter, Herr Wachholz, hat wirklich zu mir gesagt, nehmen Sie doch mal die triviale Literatur von Marx aus meinem Regal. So platt, weil ich dachte, boah. Okay. Aber das waren zum Glück waren das Ausnahmen. Also kann ich sagen, jetzt im Verwaltungsbereich. So, aber natürlich, Sie haben recht, es gab natürlich eine Verständigung darüber, was wird jetzt hier, was kommt jetzt, was wird von uns erwartet. Und wir haben auch zusammengesessen tatsächlich, und das würde Renate Nickel hat es vielleicht schon mal erzählt, die würde das bestätigen, wir haben auch mal sozusagen als Leute aus der Abwicklungsstelle gesessen und sind dann zusammen zu einem Grübel gegangen und haben ihm dann sogar was vorgesungen. Das war tatsächlich erstmal so eine Aktion. Natürlich ist schon klar, dass das hängt ja auch mit den handelnden Personen zusammen, wie die sich verhalten. Und da muss ich sagen, war auch viel Gutes. Herr Salvini Plavin zum Beispiel, den ich sehr geschätzt und gemocht habe. Also gab wirklich auch einiges Positive oder vieles Positive da in dem Bereich.
sich die BBAW so entwickelt, wie Sie sich das vorgestellt haben? Naja, das war ein großes Plus natürlich, dass die Mitarbeiterschaft der Akademie sich dann doch im Wesentlichen aus denjenigen zusammensetzte, die vorher schon gemeinsam in der Afrikastelle gearbeitet hatten, beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorhaben waren ja teils auch schon vorher da, wobei, wissen Sie, dieses, wo jemand herkommt, das verliert ja an Bedeutung, das ist ja nicht klar, also nicht maßgeblich. Aber es ist schon so, es gab eine sehr gute Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung, und es gab ganz viel auch über das Dienstliche hinaus, ganz viele Kontakte und wir haben Ausflüge gemacht, da haben wir mal ein Wochenende verbracht in Blankensee. Also wir haben wirklich vieles zusammen unternommen auch, weil wir uns mochten und weil die Stimmung wirklich ausgesprochen gut war. Das erwartet man vielleicht nicht so ohne weiteres in der Einrichtung. Und da muss ich darum sagen, das ist jetzt der Vorteil der BBAW, die ja nicht eben nur ein riesengroßer Apparat war, sondern eine gut überschaubare Einrichtung, wo man sehr gute, also kurze Wege hatte, nicht hierarchisch kompliziert, sondern einfach gut kollegial. Was wünschen Sie denn der BBAW für die nächsten 30 Jahre? Oder was raten Sie ihr? Was sollte sie dringend nicht machen? Was sollte sie machen? Worauf sollte sie achten? Das ist ja für mich naheliegend, dass die Akademie, das tut sie aber auch schon, dass sie sich mit den Zukunftsfragen beschäftigt. Und das sehe ich eben durchaus sehr ernst. Also ich bin ja auch Naturfreundin, wie Sie wissen. Und natürlich der Blick auf die Entwicklung der Arten, oder was gesagt ist, auf die negative Entwicklung des Artensterben, das erfüllt mich mit Sorge. Und natürlich beschäftigt mich die Ressourcenfrage. Also wir wissen, die Ressourcen sind endlich. Also und die Frage, wie Energie gewinnen, also wie umweltverträglich und nachhaltig Energie gewinnen, das ist also eine ganz wichtige Frage. Aber eben das Zusammenleben auch. Ich glaube, naheliegend ist es, dass ich an meine Enkelkinder denke, 7 an der Zahl, denen ich wünsche, dass sie ein friedliches, schönes Leben haben. Und natürlich wünsche ich mir eben auch, dass die Akademie, die die klügsten Köpfe vereint, dass sie dazu beiträgt. Du gehörst zu den Gründungsmitgliedern dieser Akademie. Was hast du denn gedacht, als dir mitgeteilt wurde, du bist hier zugewählt? Hattest du die Vorstellung, jetzt bin ich in so eine ehrwürdige Einrichtung aufgenommen? Oder welche Erwartungen hattest du, als du Mitglied dieser Akademie wurdest? Es war pure Freude. Pure Freude, denn der Name der Preußener Akademie der Wissenschaften, der war im Grunde jedem bekannt. Ich hatte allerdings keine Vorstellung, was das eigentlich bedeuten würde. Von Arbeitsakademie sprach niemand. Man sprach nur im Grunde davon, Ehre. Ehre und Freude, zu diesem kleinen Kreis dazugehören zu können. Das war meine erste Reaktion. Und als du dann in die ersten Sitzungen kamst, da gab es ja nichts. Es gab keine Konvention, also wie häufig Klassen trafen. Wie habt ihr das entwickelt? Habt ihr den Kalender zur Hand genommen und gesagt, wir schaffen das 3-mal im Jahr, wir schaffen das 5-mal? Also wie wurde diese Akademie zu dem, was sie ist? Es gab natürlich eine Struktur, die Klassen. Es gab schon sehr früh die Vorstellung, die Hubert Makel im Grunde uns schon in der ersten Sitzung erläutert hatte. Wir sind eben nicht nur Gelehrtengesellschaft, wir erwarten auch, dass man regelmäßig kommt, dass man nicht nur seine Zeitung liest und im Grunde die übrigen Akademie-Mitglieder ignoriert. Dies war sehr klar, und mit Gerd Ertel, dem ersten Sekretär der naturwissenschaftlichen Klasse, war auch sehr deutlich, dass wir arbeiten wollen. Und ich kann mich auch erinnern, wie man allen Mitgliedern, die nicht zu den damals trafen uns 3 oder 4-mal im Jahr, in allen Mitgliedern, die nicht regelmäßig kamen, verdeutlichte, es sei doch vielleicht besser, dann in den Zustand der außerordentlichen Mitgliedschaft sich versetzen zu lassen, weil man dann dieser Art von Erwartung, nicht ausgesetzt ist. Also, es war vollkommen anders als in anderen Akademien. Du bist dann Vize
Vizepräsident dieser Akademie geworben und hast ihr eigentlich, muss man doch sagen, das internationale Entree verschafft und die viele, viele Schwesterakademien überhaupt erst darauf hingewiesen, dass es seit 1993 hier wieder eine Akademie am Ort gab, in Gestalt der Berlin-Brandenburgischen Akademie. Also, ich kann mich noch an den Tag erinnern. Es war eine Plenumssitzung und in der Pause kommt der damalige Präsident Tito Simon auf mich zu und sagt, Herr Schwarz, Sie werden mein Außenminister. Ich wusste gar nicht, wovon er sprach. Das hat er mir dann später erklärt. Und das Ziel war ganz klar, eben vor dem Hintergrund, dass Deutschland eben keine nationale Akademie hat. Und bei allem Respekt vor den regionalen Akademien in München, in Göttingen, in Heidelberg und so weiter. Es wurde doch überall dieses Defizit festgestellt. Und Simon hat ganz zu Recht gesagt, vor dem Hintergrund der großen Geschichte der BBAW als vormals Preußische Akademie der Wissenschaften, müssen wir versuchen, diesem Anspruch eben, dass auch Deutschland international sichtbar ist, gerecht werden. Wir müssen nationale Akademie werden und ein, ich will nicht sagen Weg, aber doch eine Art Hilfssteig dazu wird sein, wenn es uns gelingt, international akzeptiert zu werden. Und es sagt Herr Schwarz, das ist Ihre Aufgabe. Das war vielleicht leichter gesagt als getan. Denn die Erfahrung lehrte dann doch, dass wir nicht jede andere Akademie satisfaktionsfähig akzeptieren würden. Und bei der BBAW hat, glaube ich, ohne Zweifel geholfen, der Hinweis vormals Preußische Akademie der Wissenschaften als eine Art Türöffner. Gibt es denn Hoffnungen, die du verbunden hast mit der Akademie, die sich nicht haben realisieren lassen? Also ist die Akademie sich anders entwickelt, als du in den 90er Jahren dachtest, jetzt abgesehen von dem berühmten Thema Nationalakademie? Ich würde mir wünschen, dass die Zusammenarbeit der Klassen noch stärker ist. Also was ich am Anfang beschrieben habe, diese Hoffnung in der Akademie einen Raum zu finden, wo wirklich Fächergrenzen keine Rolle spielen, diese Hoffnung hat sich doch nicht ganz erfüllt. Also in den einzelnen Klassen stelle ich immer wieder fest, es gibt interessante Vorträge, aber dieses Zugehen oder dieses Auffinden von ganz neuen Themen, die eben nicht nur in einer Klasse verortet sind, das gelingt zu wenig. Aber ich könnte auch kein Rezept anbieten, wie man dies vielleicht doch noch realisieren könnte. Auf der anderen Seite bin ich immer wieder beeindruckt zu sehen, mit welcher Begeisterung, wenn der Präsident etwas anstößt, diese Ideen aufgegriffen werden. Also es ist eine gemischte Bilanz. Es gibt eine Richtung, wo man bereits den Gesichtern der Personen ansieht, wie sehr sie sich quälen, dorthin gehen zu müssen, dorthin zu gehen. Das ist hier vollkommen anders. Es ist eine Lebensfreude. Ja. Die spürt man, wenn man das Haus betritt, ja, auf allen Etagen, bei allen Anlässen. Also, Glückwunsch an den Präsidenten und an die Akademie. Wir kommen zum letzten Abschnitt, nachdem wir Jürgen Kocher gehört haben, der unter uns ist, nachdem wir Susanne Fünf Stück, die bis zum Sommer die Liegenschaftsverwaltung und also auch diesen Saal administriert, und Helmut Schwarz, der auch unter uns ist. Und ich darf jetzt sehr herzlich Ute Frevert zu mir auf die Bühne bitten, Herrn Sparitis von der Akademie in Riga, und Joachim Sauer wird wieder sichtbar hinter uns. Also kommen Sie bitte nach vorn beide, und alle drei, Joachim Sauer, Ute Frevert und Herr Sparitis, werden abschließend kommentieren. Und lieber Herr Sauer, es beginnt mit Ihnen. Ich setze mich wieder so, dass ich Sie sehen kann. Vielen Dank. Mich hat die Rede von Herrn Nettelbeck schwer erschüttert. Er hat
sicherlich sehr präzise die wissenschaftspolitischen Schritte nachgezeichnet. Aber er ist von einer Prämisse ausgegangen, wenn er davon spricht, eine Asymmetrie, die dazu geführt hat, dass Ostdeutsche sich benachteiligt fühlen. Das ist eine paternalistische Haltung, die alle Ostdeutschen in einen Topf wirft und Verständnis damit äußert für die, die für diese langjährige Diktatur verantwortlich sind. Klinkmann ist nicht ein symmetrischer Verhandlungspartner für Vertreter von demokratisch geführten Institutionen. Was ich Klinkmann und mit mir viele andere und auch dem genannten Rapoport, der sicherlich ein hervorragender Wissenschaftler ist, was ich denen vorwerfe, ist, dass sie rücksichtslos die Wissenschaft der Parteikontrolle ausgeliefert haben. Und Herr Rapoport hat eben nicht dafür gesorgt, dass andere die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten hatten, zu einem solchen international anerkannten Wissenschaftler zu werden, wie er es war. Insofern finde ich das, was Herr Nettelbeck beschrieben hat, im Interesse der Ostdeutschen. Man muss sich noch mal vor Augen halten, wie diese Akademie sich entwickelt hat. Von dem Namen kann man es schon sehen, aus der Deutschen Akademie der Wissenschaften wurde die Akademie der Wissenschaften der DDR. Man möge sich mal mit dem Vorgang Havemann beschäftigen, wie Havemann aus der Akademie herausgebracht wurde. Und wie die Akademie mit ihren Angehörigen umgegangen ist. Ich erinnere daran, dass in dieser berühmten Malewaibi-Bildungsstätte auch Doktoranden ihre Kurse absolvieren mussten. Und wer im falschen Moment das falsche Rock gebrauchte, der konnte eben seine Promotion an der Akademie nicht mehr beenden. Und dann von einer symmetrischen Situation zu sprechen, die leider nicht vollzogen würde, das ist einfach für mich unverständlich nach dieser langen Zeit. Vielleicht kann ich noch eins hinzufügen. Die Mitglieder, die in der Chemie zu den Gründungsmitgliedern gehörten, das waren Gerhard Ertel, Gunter Fischer aus Halle und Helmut Schwarz, den wir eben gehört haben. Und als ich das damals hörte, von der Vorstellung, ich könne jemals Mitglied dieser Akademie werden, war ich weit entfernt. Da war klar, das wird was. Das sind die Personen, zu denen ich wissenschaftlich aufblicke und die völlig integre Charaktere sind. Und ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass Helmut Schwarz eben weit über die Symmetrie hinaus eben neugierig zugegangen ist auf das, was im Osten passiert. Er kam mit seinen Mitarbeitern zu meinem Gruppenseminar nach Adlershof gereist, ohne dass es irgendwelche institutionellen Verbindungen gab. Also diese falsche Asymmetrie, das war eine richtige Asymmetrie, die gab es und die hat sich wiedergespiegelt dann auch in den politischen Vorgängen, meiner Ansicht nach dankenswerterweise. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Kommentar von Ute Frevert. Ute Frevert ist Direktorin am Max-Planck-Institut in Dahlem, war vorher an der Yale University und in Bielefeld. Im Interesse unserer Zeit stelle ich das jetzt nicht ausführlicher vor, weil ich weiß, Ute, du wirst dich am besten selber vorstellen in dem, was du jetzt kommentierst. Und vorher nochmal Joachim Sauer, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich möchte doch noch mal unmittelbar auf das eingehen, was Sie, Herr Sauer, gerade gesagt haben und Sie auch wiederum daran erinnern, dass Sie selber vorhin in Ihrem Beitrag erwähnt haben, dass bei diesen ja sozusagen fast alternativlosen Vorgängen manche Entscheidungen getroffen sind, die einzelne Personen, die viel Besseres verdient hätten, benachteiligt oder sehr verletzt haben. Und der Begriff der Verletzung fiel ja auch nochmal
in dem Beitrag von Joachim Nettelbeck. Und ich selber habe das erlebt, gewissermaßen posthum, mit einem einem sehr bekannten Wirtschaftshistoriker der DDR, nicht Jürgen Kuczynski, der hat nun wirklich alles abgesahnt, was er konnte, bis zuletzt, sondern Hans Motteck, ein deutsch-jüdischer Wirtschaftshistoriker, erst Jurist gewesen, der dann 1933 seines Amtes enthoben wurde, als Rechtsreferendar das Land verlassen musste und 1946 wieder zurückgekommen ist und an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst dann Wirtschaftsgeschichte, ein Institut für Wirtschaftsgeschichte aufgebaut hat, immer so ein bisschen im Schatten dieses großen Jürgen Kuczynski gestanden hat, aber auch Mitglied der Akademie war, also nicht Angestellter der Akademie, das war ja in Karlshorst, sondern er war Mitglied dieser Gelehrtensozietät. Ich habe seine braunen Bände als Studentin gekauft und gelesen. Das waren vor allen Dingen die ersten beiden. War eine sehr, sehr ordentliche, sehr informative, sehr unideologische Wirtschaftsgeschichte Deutschlands seit dem 18. Jahrhundert, glaube ich, ungefähr. Und habe davon sehr profitiert. Er hat in Karlshorst viel gemacht. Er hat auch dann in der Akademie als Mitglied etwas getan, was für die DDR damals, ich rede von den 70er Jahren, sehr ungewöhnlich gewesen ist. Er hat versucht, ein Institut für Ökologie zu gründen. Also er war jemand, der ganz, ganz früh ein Gefühl dafür hatte, nicht nur ein Gefühl, ein Bewusstsein dafür hatte, dass diese Fragen der Nachhaltigkeit, der Naturnutzung und Fernnutzung ganz, ganz wichtig waren. Und er ist zwar schon 1993 gestorben, aber seine Tochter, mit der ich lange Interviews geführt habe, hat mir sehr nachdrücklich erzählt, wie sehr ihn das geschmerzt hat, dass er 1991 mit der Abwicklung der ADW letztendlich diesen Platz im gelehrten Kreis der DDR verloren hat und keinen neuen angeboten bekommen hat. Ich glaube, er war dann auch Mitglied dieser Leibniz-Sozietät, aber hat eigentlich bis zu seinem Lebensende unter diesem Rauswurf, so hat sie es damals, hat die Tochter es formuliert, gelitten hat. Und ich denke, solche Verletzungen hätten verhindert werden können. Ich weiß jetzt nicht wie, aber man hätte irgendeinen Weg finden müssen, Menschen, die wirklich als Wissenschaftler großartig waren, die innovativ waren und auch in der DDR viele Dinge angestoßen haben, die dort nicht unbedingt à la mode waren und commod waren, die auch nach der Vereinigung zu Ehren kommen zu lassen. Das Wort Ehre hatte ja Helmut Schwarz eben in die Diskussion gebracht. Ich selber, vielleicht gebe ich doch noch mal anders als Joachim Nettelbeck ein persönliches Statement ab. Ich selber war 1989/90 Fellow des Wissenschaftskollegs, habe dort das Kolleg als Drehscheibe der Ost-West-Begegnungen in diesem besonderen Jahr erlebt. Was ich beobachtet habe, war Folgendes. Bei aller Aufgeschlossenheit, Neugier, Abenteuerlust vielleicht sogar auch meiner westdeutschen Kollegen am Wissenschaftskolleg, und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, gab es so ein Gefühl von: Wir sind neugierig auf euch, wir sind euch nah, wir verstehen euch, wir haben euch ja die ganze Zeit auch vor Augen gehabt, mehr oder weniger nah, aber dann stellen wir doch fest, dass ihr uns wahnsinnig fremd seid. Also ich habe das selber erlebt in Auseinandersetzungen vor allen Dingen auch mit Wissenschaftlerinnen in der DDR, wo wir als westdeutsche Wissenschaftlerinnen uns mit den ostdeutschen Frauen zusammengesetzt haben und eigentlich ganz ähnliche Erfahrungen hatten, die aber in vollkommen verschiedenen Sprachen ausgedrückt haben. Vollkommen verschiedenen Sprachen und mit auch vollkommen verschiedenen Adressaten unserer Forderungen. Das war eine irritierende Erfahrung damals. Seitens der nicht-deutschen Fellows am Wissenschaftskolleg habe ich ganz anderes beobachtet, was mir sehr zu denken gegeben hat. Die hatten keine Ahnung von DDR. Also viele Westdeutsche hatten das auch nicht, aber es gab andere, die das schon vor Augen hatten. Aber die Amerikaner, die Schweden, wer auch immer, die hatten wirklich null Ahnung und hatten aber eine
Bereitschaft, wie so Ethnologen eigentlich, sich auf diesen fremden Stamm einzulassen und mit teilnehmender Beobachtung sozusagen sich in diese Menschen hineinzuversetzen und etwas von ihnen zu erfahren, die letztendlich als Haltung sehr viel konstruktiver war als das, was ich sozusagen in meinem Camp, in meinem Lager beobachtet habe. Das gehört auch noch, glaube ich, zu dieser Vereinigungsgeschichte. Frau Fünfstück sagte ja, es hätte ja solche Wessis und solche Wessis gegeben. Aber selbst bei den Wohlmeinenden, man war auch oft genervt. Man war einfach oft genervt und hat diese Anmutung von Nähe bei gleichzeitiger Wahrnehmung einer starken Fremdheit, das waren eben 40 Jahre, mit ganz anderen Sprachen, die gesprochen worden ist, hat das nicht unbedingt erleichtert. Ja, ich selber war damals, hatte gerade meine Habilitation abgegeben, bekam die erste Berufung an eine westdeutsche Universität. Akademien haben mich damals überhaupt nicht interessiert. Ich habe auch die Entwicklung nicht verfolgt, weil mir, Jürgen Kocker hat es vorhin so gesagt, die geistvolle Diskussion im ornamentalen Rahmen damals nun wirklich total Schnuppe gewesen ist. Ich wollte als junge Professorin irgendwie meinen Laden da machen und lernen, wie man seinen Job da macht, und habe diese Akademiegeschichten nicht wahrgenommen. Aus heutiger Perspektive, wenn ich dann das Foto sehe, was du vorhin, Christoph, noch mal gezeigt hast, dieser Gründungszeremonie, die erste Reihe, alles Männer mit Kette und ohne Kette. In der zweiten Reihe vielleicht mal so eine Frau. 6% der Gründungsmitglieder der BBAW waren weiblich. Jenseits der sicherlich beeindruckenden des beeindruckenden Votums von Christian Meyer, es sollte nicht so eine Veranstaltung alter Männer sein. Es war eine Veranstaltung, vielleicht nicht ganz so alter Männer. Also aus meiner Perspektive waren das alle schon alte Männer. Aus heutiger Perspektive sehe ich das sehr anders. Aber gleichwohl, es war männlich, es war alt, es war gesetzt. Und wenn ich mir so überlege, was ist eigentlich die Zeit, welches Alter braucht man eigentlich für Akademien? Weil du alle Leute immer gefragt hast, was ist denn gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? In der Zeit, in der ich am Max-Planck-Institut einen neuen Forschungsbereich aufbaue, in der Zeit, in der ich meinen Lehrstuhl entwickle, wie auch immer, habe ich eigentlich keine große Zeit, mich als Akademiemitglied zu engagieren, gerade auch in Form einer Arbeitsakademie mit interdisziplinären Arbeitsgruppen und. Zugleich ist aber das, was Helmut Schwarz so ein bisschen vermisst hat, nämlich das Thinking out of the box, das die gemeinsamen Schnittmengen zwischen den Klassen, die neuen Themen, die man vielleicht entwickeln kann. Da würde ich immer noch denken, da brauchte man wiederum die jungen Leute, die man vielleicht in Form der jungen Akademie auch wirklich hat. Deshalb ist das auch für mich sozusagen eine Zukunftsperspektive, die Jungen in der jungen Akademie zu fördern weiterhin und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Und vielleicht muss es dann so sein, dass die alten Akademien dann wirklich aus alten Männern und Frauen bestehen. Jule Specht, die wie gesagt aus Krankheitsgründen nicht unter uns sein kann, hat mich gebeten, wenigstens einen Satz aus ihrer Mail vorzulesen. Hoffentlich wird jemand anderes darauf zu sprechen kommen. Das war Ute Frevert. Was es für ein großes Glück ist, für jährlich 10 weitere junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihr Umfeld ist, dass die BBAW im Jahre 2000 das Experiment der jungen Akademie gestartet hat und damit zum Vorbild für so viele junge Akademien wurde, die ihr anschließend folgen sollten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die BBAW gemeinsam mit der Leopoldina und das BMBF, Frau Bullmann, jetzt werden Sie noch mal genannt, und Frau Bullmann als der ersten Schirmherrin der jungen Akademie mit vielen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern damit viele Wissenschaftlerleben geprägt hat, indem sie Freiraum und Inspiration geboten hat, was man sonst als junge Wissenschaftlerin selten in dieser Form vorfindet.
besser kann man, glaube ich, nicht sagen, wozu man Akademien braucht. Ornamentale Diskussion. Lieber Herr Sparitis, Sie schmücken uns. Also insofern ist das eine ornamentale Diskussion. Sie waren ganz lange Präsident der Lettischen Akademie der Wissenschaften in Riga, nämlich 8 Jahre, von 2012 bis 2020. Sie waren aber auch mal Kultusminister Ihres Landes, nämlich in den Jahren 1995 und 1996. Jetzt sind Sie Vizepräsident und eigentlich sind Sie Philologe, Kunstwissenschaftler, Kunsthistoriker und Kunsttheoretiker. Und ich finde es wunderschön, dass der Schluss unseres heutigen Abends von einem unserer ausländischen Freunde gestaltet wird. Und Sie haben ja eigene Erfahrungen mit der Transformation von einer sozialistischen Gesellschaft, leben in einer postsozialistischen Gesellschaft und in einer postsozialistischen Akademie. Ihnen gehören die Schlussworte. Was für Verantwortung. Sehr geehrter Herr Präsident Markschies, meine Damen und Herren, wie Sie das merken, bestimmt Deutsch ist nicht meine Muttersprache und deshalb ich bitte schon auf Vergebung auf meine Sprachfehlern, aber ich werde sowas improvisiert sagen und versuche auch zum Stoff kommen. Wahrscheinlich die offizielle Vita zeigen eins, aber bestimmt die inoffizielle Neigungen, Interessen und Bildungsweg zeigen anders, weil ich habe, die Wendezeit erlebt gerade vor 33 Jahren. Und wenn ich jetzt bin 66 Jahre alt, das bedeutet, dass ich befinde gerade so in einer Hälfte meines Lebens vor der Wende und mit einer anderen Hälfte des Lebens nach der Wende. Wie kann ich sagen, bis zur Wendezeit, ich hatte geschafft schon zweimal studieren und das war unter der sowjetischen Zeit und der sowjetischen Universität, einmal lettische Philologie und dann ich gespürt habe, dass nur mit Literaturwissenschaften und Fächen rund um Literatur, Sprache und Ästhetik und Philosophie reicht mir nicht, ich brauche mehr. Und deshalb, ich hatte so in die Kunstakademie zweiten Mal studiert und hatte so die Kunsttheorie, Architektur, Kunst und alles studiert dazu. Ich könnte das aufpflanzen, so auf diesen Fundament. Akademie der Wissenschaften, schon als Student besucht ich habe, weil ich wunderte mich, ja, das ist wie Hermanns Hesses Kastalie, ein Olympus, wo die nur sehr clevere Götter und Göttinnen gearbeitet haben und die haben nur Bücher geschrieben und veröffentlicht, was ich gekauft habe, gelesen. Und das war auch so mein Bildungsweg, parallel zu den Büchern, was in die Hochschule ich gezwungen wurde zu lesen. Wenn ich während der Wendezeit schon fange an, was zu verstehen und zu diesem Verständnis mich auch so geholfen haben, ich muss sagen, eine Bevölkerungsgruppe, was Baltikum wurde gezwungen 1939 verlassen, die Deutsch-Balten. Deutsch-Balten, der erste Botschafter, deutscher Botschafter in Lettland, Hagen Grafs Lambsdorff, dessen Kollegen, die kurländische Adel, livländische Adel, die Bürger, die ehemalige Theologen und dessen Nachkommen und die Leute, die in deutschen Universitäten, in deutschen Institutionen schon bestimmt bekannt waren und hatten schon was erreicht. Und diese Leute waren die Ersten, die uns die Türe zum Westwelt eröffnet haben. Und die Leute waren die Schlüsselfiguren, die für uns die Türe der Universitäten zur Konferenzen, zu Veröffentlichungen auch so eröffnet haben. Deshalb meine, die Biografie, was heute zählt man immer so nach Veröffentlichungen in Web of Science und Scopus und so weiter. Damals, das war keine Förderung, aber trotzdem meine westlichen Publikationen in skandinavischen Ländern, in Niederlanden, in Dänemark, in Deutschland, in Polen, das war schon etwas, was nach der Wendezeit wurde von schon reformierte Akademie der Wissenschaften wahrgenommen und dann wurde mir angeboten, ja, schon korrespondierender Mitglied zu werden. Aber ich bedanke mich den Kollegen, die im Film oder im Netz gesprochen haben, um gerade die Wendezeit und dessen offenen
und versteckten Mechanismen, weil bestimmte, sie sind ein großes Volk. 80 Millionen, das ist was so ein Power. Wir sind in Lettland 2 Millionen und wir sind viel östlicher als Frankfurt Ost, ja, an Oder. Und deshalb, wenn wir Ukraine-Krieg spüren, das ist so uns ganz nah zu unserer Rücken- und Wirbelsäule, aber das, was Sie hier in Deutschland spüren, das ist so ein Echo oder ein kleiner Schall, pardon, so für einen so groben Vergleichnis. Trotzdem, mit 2 Millionen, das Sowjetregime könnte ganz leicht umgehen. Wenn ich eingedrungen wurde in die Geschichte der Transformation von sowjetischer Akademie der Wissenschaften Lettlands, dann habe ich sehr viel Beweise gefunden, wie viel die Umwandlungsprozesse wurden von KGB-Leuten geführt worden, wie viel das wurde so von Kommunisten geführt worden, von Leuten, die dem Sowjetzeit waren, die Naturforscher, Naturwissenschaftler, die machten in Auftrag von Russland in Materialwissenschaften, in Chemie, in Biologie, in Physik und vielen anderen, in Computertechnologien, Forschungen, was der Militärwissenschaft und Militärindustrie Russlands beförderte. Und deshalb, das war auch so, Lettland war so entwickeltes Land, ähnlich wie alle drei baltischen Staaten, wo die Wissenschaft wurde durchaus finanziert durch sowjetische Mittel. Und bestimmt ja, weil die baltischen Staaten hatten hohes Kapazitätsniveau in Wissenschaften. Lettische Akademie der Wissenschaften damals besaß 47 wissenschaftliche Institute. Und in vielen von denen war so die Forschung gemacht, was später so oder gleichzeitig genutzt wurde, so für Rüstung, für Pharmakologie, verschiedene Arzneimittel erschöpft wurde, was gegen Infektionen wirkt und dann kann man verstärken so die Kapazität von Soldaten. Auch ähnlicherweise wie die Spaceships oder die Kosmos-Schiffe, keramische Oberflächen und ceramische Fenster sollte verbessert und technologisch ausgearbeitet werden, die hohe Temperaturen aushalten könnten. Sehen Sie, das dürfte man nicht so nach der Wende irgendwo im Westen in die Hände fallen. Deshalb, ich sehe, dass ein Volksfront in Lettland organisiert wurde gerade im Institut, wo war die KGB-Auge am stärksten auf, weil das war ein Institut für organische Chemie und deshalb wir können nur vermuten, dass es war so ein Vorschlag von kommunistischer Partei und von dessen Dienste, dort eine Volksfront zu organisieren, eine Zelle, die dann weiter wird so von anderen Institutionen vermehrt, aber bestimmt es floss zusammen, die KGB-Leute und die freidenkende Leute, Einzelgänger, weil die Wissenschaftler doch sind eigenartige Leute, kluge Leute, die sind inventive Leute und die bestimmt auch waren so überzeugt, dass mit Sowjetregime die Schnauze voll ist und deshalb auch die wollen Änderungen haben. Aber wenn wir sehen, wie die Akademie der Wissenschaften transformiert wurde, es war so nach dem Prinzip, wie die Russen in Lugansk und Donetsk sich verhalten, so die verlassen ausgebrannte Erde. Und deshalb auch so, dass Umgestaltung von Akademie der Wissenschaften fuhr zum einen Vernichtung oder von großen Teils Nivellierung von dem Potenzial, was Akademie der Wissenschaften hätte. Weil auch beim Leitung und Führung von der Akademie der Wissenschaften unter den Aussicht von Abteilung Nummer 1, was geführt wurde von einem Oberst der KGB in Akademie der Wissenschaften, der hat die Ratschläge und Beratungen gemacht an allen Wissenschaftlern, die ins Ausland gingen. Und die alle Wissenschaftler, die ins Ausland gingen, sollten bestimmt berichten, was die haben erforscht in Computertechnologien, in Physik und in allen anderen Bereichen. Nicht, aber nicht in Geisteswissenschaften. Und deshalb, ich sehe, dass diese Transformationen, wenn wir sind so zur Personalakademie gekommen,
Das bedeutete, dass wir haben verabschiedet von allen Institutionen und wir haben die Rolle von Ministerium für Wissenschaft verloren und wir sind jetzt bestimmt ja auch die Personalakademie mit einer Möglichkeit, mit Fähigkeit, Expertisen geben und auch so die Auszeichnungen zuweisen und den Akademiker ernennen. Das ist nur so, kann man sagen, eine Ehrenarbeit. Aber wenn wir klopfen an der Tür von Politikern, wir als GmbH werden nie zugehört. Und deshalb wir klopfen und klopfen und klopfen und wie wir haben das niedrigste in EU-Staaten, GDP für Wissenschaften 0,7%, so in 20 Jahren, das ist nicht mehr geworden, pardon. Und deshalb, ich bin sehr kritisch. Also, vielen Dank. Es ist so, wir werden morgen, Sie sind sehr herzlich eingeladen, um 11 Uhr, da müssen Sie schon wieder zu einer Konferenz. Umso dankbarer sind Sie, dass Sie bei uns waren, aber morgen werden wir die Transformationsprozesse, die wir heute studiert haben, noch einmal im nordeuropäischen Kontext mit Gästen aus Oslo, aus Tallinn und aus Wien und anderen Orten kontextualisieren. Es ist eine große Freude, dass Sie da waren. Ich glaube, Sie wollen aber jetzt noch etwas überreichen. Ja, bitte, Herr Präsident, ich wollte wirklich so ein zum Wort greifen am ganz Ende und deshalb, ich darf nicht Mikro in Hand halten, aber ich gehe zum Podium. Weil von hier bin ich auch sichtbar. Ne? Wunderbar. So, wirklich, unsere Akademie der Wissenschaften ist ein großer Partner und Freund von Leopoldina, von Akademie der Wissenschaften Hamburg, aber bestimmt Berlin-Brandenburger Akademie war eine der ersten, die nach der Wende, wir haben so einen Partnerschaftsvertrag verschlossen und das auch so uns geholfen hat, in vielen Branchen auch unsere Forschung fortführen und auch so die Freundschaften mit deutschen Forschern entstehen. Und deshalb auch mein heutiger Präsident der Akademie der Wissenschaften hat einen Gratulationsschreiben an Ihnen gewidmet, an die ganze Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften gewidmet. Das lautet so: Gratulationsschreiben der Lettischen Akademie der Wissenschaften zum 30. Jubiläum der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Im Namen der Lettischen Akademie der Wissenschaften gratuliere ich die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften zum 30. Jubiläum, deren Errungenschaften weit in der Welt bekannt und gewürdigt sind, und wünsche weitere Erfolge in der Forschung, sowohl auch der nationalen und auch internationalen Ebene. Die Lettische Akademie der Wissenschaften legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und hofft auf weitere erfolgreiche gemeinsame Projekte in der Zukunft. Mit den besten Grüßen, Professor Dr. Ivars Kalvinš, Präsident der Lettischen Akademie der Wissenschaften, Riga, 6. Juni 2023. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht der einzige Glückwunsch, Sie ahnen das, zum 30-jährigen Jubiläum, aber es ist der erste und es ist der erste, der für Sie alle laut geworden ist und deswegen danken wir besonders und ich spreche im Namen der ganzen Akademie, wenn ich sage, wie sehr wir uns gerade in gegenwärtigen Zeiten, in der es gibt vieles Fürchterliches zu erzählen aus den Wochen und Monaten seit dem 24. Februar letzten Jahres, aber es gibt auch
gute Geschichten zu erzählen. Und dazu gehört ein neues Zusammenwachsen Europas und dass diese Akademie ein Teil dieses Zusammenwachsens sein darf und dass Sie das heute an diesem Abend auch noch erleben konnten. Das freut nicht nur mich außerordentlich. Sagen Sie Ihrem Präsidenten ganz herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es haben heute Nachmittag und heute Abend viele hier gesessen. Es haben manche am Schirm teilgenommen. Das Ganze ist eine, wie ich fand, sehr, sehr anregende, viele neue Facetten, aber auch die nach wie vor unterschiedlichen Deutungsgeschichten der 30 Jahre vorgeführt. Ich glaube, das, was wir wollten, nämlich Anregungen für die Akademieentwicklung in den nächsten Jahren bekommen. Das ist ja nun ganz deutlich geworden. Wir haben gehört, was wir im Blick auf die Zuwahlen, auf das Verhältnis von Mitgliedern und Mitarbeitenden, im Blick auf Fragen, die wir zu behandeln haben, tun können. Und insofern darf ich, glaube ich, in Ihrer aller Namen denen, die sich an der Planung, Vorbereitungsgruppe und an diesem heutigen Abend beteiligt haben, von ganzem Herzen danken. Lieber Herr Sauer, es ist ein bisschen schade, dass wir Sie jetzt nicht zum Buffet einladen können, aber das holen wir mal nach und machen miteinander. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, viel, viel Erfolg bei Ihren Forschungen und alle anderen lade ich ganz herzlich zum Buffet ein und wünsche einen wunderschönen Abend in der Akademie. Morgen geht's weiter und eben bis Samstag. Sie kennen den Flyer. Herzliche Einladung.